So, wir sind wieder in einer Enduring Confrontation 1 im War Thunder. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, diese verdammte Gloster Gladiator, die eine britische Wunderwaffe ist und mehr als ein Match für die ersten Messerschmitt 109, die uns begegnen werden auf deutscher Seite. Es ist erstmal britisch und damit schon mal grundsätzlich völlig überlegen. Allem, was die Achsenmächte aufbringen könnten, vielleicht gegen uns. Und wir gehen mal für 30 Minuten. Das sollte vollkommen reichen, um das generische Team komplett auszulöschen in diesem wundervollen. Oh, guck. Da ist gerade jemand von der Assassin wird gerade bombardiert worden. Wie sieht denn das aus? Wir fliegen hauptsächlich Blenheims und Amerikaner und eine Swordfish, Tollyho, und eine Gladiator. Das ist mutig, die Swordfish, die Gladiator natürlich. Und das bin ich ich. Wieso sitze ich? Wieso werde ich hier als P9, P26 gezählt? Das ist nicht wahr. Dann werden wir mal sehen, wie dass wir da vielleicht so, also hier hatten wir eben gerade einen Angriff. Da oben ist bombardiert worden. Ach, wir starten mal von hier unten und gucken einfach mal, was sie tun können. Ich habe gestern schon die Gladiator ausgeführt und es war eine bemerkenswerte Erfahrung, wie nach 5 Minuten, während ich mit 60% Leistung geflogen bin, der Motor gekocht hat und ich mehrfach notlanden musste, weil irgendwie diese Maschine mich einfach nur umbringen wollte. Wir machen das einfach nochmal. Das Großartige an dieser Maschine ist, sie hat Klappen. Das muss man sagen. Es ist wirklich. Die Uhr ist ein wenig schräg eingebaut, wie ihr seht. Und sie ist hervorragend getrimmt. Das sind so die guten Sachen, die man zu dieser Maschine sagen kann. Auf dem Papier ist es eine ausgesprochen gute Maschine. Also auf dem Papier. Ich kann dazu nur sagen, das ist ein relativ theoretischer Wert. Ich war davon ausgegangen, dass das sozusagen die britische Antwort auf die Tsukoski von den Russen ist. Ja. Ich sag mal, nicht ganz. Und ich werde es nicht wagen, auf 80% zu fliegen. Ich gehe mal auf 75 runter. Also ich glaube, es ist irgendwie gesünder. Weil ihr seht, dass meine Maschine schon anfängt zu überhitzen. Ich werde die halbe Stunde sowieso nicht in der Luft bleiben können. So oder so. Da vorne ist ein Ziel. Das ist wahrscheinlich, das sind die Leute, die mit mir abgehoben sind. Die werden natürlich alle schneller sein als ich, weil die richtige Flugzeuge fliegen. Ich bin an sich ein großer Fan von. Oh, Aussicht ist auch beschwert. Also für einen. Ist das ein Bomber oder was ist das? Also ich habe auch keine Bomben. Also er fliegt sich wie ein Bomber. Aber es ist definitiv ein Jäger. Also das ist eine interessante britische Entwicklung. Der Motorsound ist toll. Oh, und die Deutschen fangen wieder an, sich umzubringen. Das machen sie häufiger. Wir machen Folgendes. Wir fliegen Richtung dieses Schlachtfeldes. Und gucken mal, ob wir da vielleicht irgendwas anderes als Bodenziele bekämpfen können. Dieses Flugzeug ist wirklich erstaunlich. Wie gesagt, man kann einen Doppeldecker, den man im Flug und nicht nur im Testflug trimmen kann. Das ist ausgesprochen hervorragend. Außerdem eine richtige Zielvorrichtung. Also kann man sagen, was man möchte, aber das ist schon bemerkenswertes Flugzeug. Ja, ich fliege mit 74% und bin bereits bei fast
kochenden Motor. Ob ich das schaffe, da hinzukommen, ist die Frage. Warum blinkt unsere Landebahn? Wieso werden wir angegriffen? Ich sehe keinen Feindflugzeug oder sowas. Da ist irgendwas. Da ist in der Tat etwas. Und das sieht aus wie eine Messerschmitt 109. Es ist definitiv etwas, was mehr als ein Match ist für meine Gluster. Oh, es sind zwei davon. Also von meiner Gluster Gladiator. Das ist eine. Das ist in der Tat mehr als ein Match für mich. Ich werde sie irgendwie natürlich aus der Luft pumpen. Und ich sehe das nicht, dass sie in irgendeiner Weise eine Chance haben gegen dieses wundervolle, völlig überlegene Produkt der britischer. Also alleine die Lenkbarkeit ist. Er hat überschossen. Er fliegt bloß leider so weit schnell und so schnell weg, dass ich das nicht so richtig ausnutzen kann. Und normalerweise. Schau an, eine sehr große Kurve. Ja, ich bin. Nein, ich bin nicht lenkbarer als die Dings da, weil ich jetzt schon wieder im Strömungsabriss bin, weil diese Maschine so schwer und behäbig ist. Ich meine, sie haben alles eingebaut, was möglich ist in ein richtiges Flugzeug. Zumindest schaffe ich es, nicht getroffen zu werden, weil irgendwie meine Gegner relativ unfähig sind. Mich vom Himmel zu holen, zumindest für den Moment. Und ich kann ihn auch nicht wegsteigen. Ich habe mir das angeguckt. Die Messerschmitt ist in allem überlegen und sie sind zwei davon. Also, wir werden mal sehen, was wir machen können. Also, wir werden jetzt eine. Also, dieses Manöver ist zum Beispiel eins, das eigentlich noch nie geklappt hat, weil. So, ich bin. Da vorne ist ein Messerschmitt. Ich habe allerdings eine ganz gute Bewaffnung da drin. Also, wenn er head-on kommt, dann habe ich vielleicht sogar eine Chance. Na, das war jetzt irgendwie nicht so schön. Ich glaube, ich habe einen Treffer und das wird sehr lange dauern, irgendwie zum Flugplatz zurückzukommen. Ich qualme. Das heißt, die Chance, dass sie mich übersehen, ist in Zukunft relativ klein. In der Tat, es sind zwei Maschinen. Aber die Gladiator ist ein echter Taker, wie man sieht. Ich kann mich nicht beschweren über die Fähigkeit der britischen. Oh, sie steigt wie ein Riese. Naja, doch nicht, vielleicht. Da war wieder einer, der. Vorbeigezogen ist und den ich nicht gesehen habe, weil die Übersichtlichkeit in dieser Maschine nicht perfekt ist und da immer eine Fuel liegt, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Jetzt habe ich irgendwie die Chance, wenn meine Maschine nicht irgendwie. Okay. Abfangen. Abwärts. Na, komm. Lass mich dich abfangen. Vorsichtig. Du bist eine Lady, ich weiß. Ich denke, ich werde mal irgendwie Richtung Startplatz zurückfliegen, weil ich das nicht sehe, dass ich gegen diese beiden Luftrabauken in irgendeiner Weise eine Chance sehe, diese Maschine lebend runterzubringen. Und ich kann noch nicht mal einen Schuss anbringen. Und die ist so behäbig und schwer in der Luft. Also ich sag, es ist ein Bomber. Es ist kein Jäger, nicht wirklich. Und damit irgendwie in einen Luftkampf mit zwei Messerschmitts zu gehen, ist vielleicht nicht perfekt. Da ist sie nochmal drauf auf mir. Na, gleich gibt's jetzt Triple A. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie meine Freunde vom Heer, die irgendwie sozusagen die Leviten lesen. Und das sieht schon ganz gut aus. Ja. Siehst du, so kämpfen wir mit britischen Flugzeugen. Ha! Das hast du nicht kommen sehen. Siehst du? Tot.
Wie ein Manöverkill. Die große Überlegenheit der britischen Luftwaffe. Wir bringen die Deutschen dazu, sich umzubringen. Gut. Also. Well, nun, ich bin nur mäßig bunt. Insofern ist das alles. Das Schöne an diesem Flugzeug. Das ist so geplant. Jetzt wollen wir mal sehen. Ich fahre doch mal die Klappen aus, weil irgendwie diese Maschine ein bisschen. Ja, die Klappen sind sogar da. Alle beide. Großartig. Das ist neu. Das habe ich bisher noch nicht gehabt. So. Also sie haben es nicht geschafft, diese, also es ist eine britische Maschine, die wirklich sehr, sehr stabil gebaut ist. Wie gesagt, ihr habt das sehen können, die Feuerkraft von 2 Messerschmitts hat nicht ausgereicht, um diese Maschine in irgendeiner Weise ernsthaft zu beschädigen. Sie ist noch vollständig flugtauglich, die leichte Verfärbung auf der Statusanzeige braucht hier nicht zu interessieren. Wir machen eine perfekte Punktlandung. Perfekt, was so ungefähr als perfekt zählt. Und ja, es lässt sich wie ein Bomber landen. Es fliegt sich wie ein Bomber. Es landet sich wie ein Bomber. Und ich weiß nicht, wie ich auf die Idee. Achso, oh. Oh, das ist. Wieso das? Ich habe gestanden. Wieso kippt das Ding nach vorne? Na gut, egal. Ist auch hübsch, wenn man sich das von außen ansieht. Ist, ja. Ist, das sieht auch irgendwie. Das versucht man so hinzukriegen. Also. Nicht schlecht. Schaut euch das an. So gut ist das. Und ich bin auch schon wieder repariert worden. Das ist super. Ja. Die Bodencrew. Immer ein. Ist das feindlich? Nein. Nein. Gut, gut, gut. Wunderbar. Dann wollen wir mal sehen, dass wir wieder abheben, wie unsere überlegenen Startklappen, weil wir ansonsten vom Boden nicht wegkommen. Also ich meine, das ist der erste Bomber, den ich fliege, der keine Bomben an Bord hat. Nun. 2 Messerschmitt. Das war schon mal mein erster Luftkampf. Also wenn ihr glaubt, dass ihr Simulation fliegen könnt und eure Punkte geschenkt kriegt, die ihr dann am Schluss kriegt, dann habt ihr euch schwer geschnitten. Diese Punkte, jeder Punkt in der Simulation ist schwer verdient und auf Plus zu kommen ist nicht so ein Kinderkram wie in Arcade und Realismus. Ich denke, dass die Belohnung für das Fliegen von der Simulation viel zu niedrig ist. Viel, viel, viel zu niedrig. Und ich denke, wenn die Belohnung ein bisschen stärker wäre bei War Thunder für das Fliegen von Simulation, was auch wirklich das eigentliche Spiel ist, das andere, ich weiß nicht, ob das wirklich das Spiel ist, das ist die Frage. Unsere Ziele sind weg. Super. Also ich bleibe dann bei Luftkampf gegen Messerschmitz. Nein, nicht in der Geschwindigkeit. Das kann der Motor nicht. Das noch nicht. Ist noch fast. Ist noch unausgebaut. Ich habe die noch nicht erforscht. Aber ich habe wenigstens irgendwelche Punkte gemacht mit diesem Überlebensding. Tatsächlich. Ja, also Überleben ist das, wie man mit der Gladiator seine Sporen verdient. Man versucht zu überleben, zu landen, zu starten. Und das Ding in der Luft zu halten und zu versuchen, dass das Flugzeug einen nicht umbringt. Guck mal, da unten ist eine Flak irgendwo. Und zwar. Oh. Dort. Verdammte Axt. Ein Ziel, ein Bodenziel ist dicht am. Flugplatz, das ist eine sehr angenehme Sache und das werde ich doch irgendwie mir nicht entgehen lassen, denn das ist besser als gegen Messerschmitt zu kämpfen. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht ein bisschen feige ist. Ich weiß bloß nicht, wo sie genau ist. Da irgendwo. Ich muss sie jetzt mal finden. Nein, da irgendwo.
So, was wir machen ist, wir gehen hier mal irgendwie auf die Map und zoomen da mal ein bisschen rein. Und wir hungern sie natürlich nicht so weit aus. Das ist nicht sehr schlau. Hi Jojo nennt sich dieses Manöver. Das heißt eine hochgezogene Kurve, die weniger Energie verbraucht. Da haben wir irgendwo ein Flugzeug. Ja. So, also irgendwie an der Straße, dort in der Mitte der Straße. Irgendwo steht sie, glaube ich. Ich habe sie. Das ist irgendwie das Problem. Normalerweise, wenn man also sagen, also eingebettete Ziele sucht, dann sind die immer ein klein wenig versteckt. Und das ist sehr viel schwerer zu finden, diese Dinger. Ist das das Ziel? Das ist ein Sven überhaupt friendly, was? Ich sehe, normalerweise müsste ich ja die Ziele sehen am Boden. Da vorne. Also doch da vorne. Nicht hier. Das könnte auch ein Fahrzeug sein. Könnte. Hier irgendwo ist es. Ich fahre praktisch, ich fliege direkt rüber. Das könnte sein. Das da könnte es sein auf dem Feld. Das sah aus wie eine Stellung. Das sieht aus wie eine Stellung. Oder? Nein. Wie ist das sowas? Ich will jetzt nicht meine Munition verschwenden. Punkte, die ich nicht sehe. Das ist, manchmal kann man die Sachen nur gegen das Licht sehen oder mit dem Licht. Deswegen kreise ich jetzt mal ein bisschen. Also auf der Karte sieht das wirklich so aus, als wenn das dort die leichte Verfärbung im Boden, das, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das könnte sein, dass das Ziel ist. Nee, der am Waldrand. Da ist es. Okay, jetzt weiß ich, wo es ist. In der Ecke am Waldrand. Also ihr müsst das sozusagen... Das ist jetzt eine schöne Übung. Und deutlich besser, damit Punkte zu machen mit der unausgebauten Gladiators im Luftkampf gegen Messerschmitz. Wollen wir mal sehen. Vorsichtige... Was? Wieso? Vorsichtige Kreise. Ich mache ihn langsamer, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Aus dieser Richtung können wir ihn nicht mehr richtig sehen, richtig? Ah, verdammt. Da ist er. Ja, also wir fliegen den mal von hier an, also aus der Richtung. Das geht so nicht. Ja, mühsam erinnert sich das Eichhörnchen. Also da müsst ihr jetzt irgendwie durch. Das ist genauso wie ich. Also ich weiß, dass irgendwie viele Leute das nicht machen. Dass sie Ground Targets machen im Sim, weil die so schwer zu finden sind. Ja, die sind nicht ganz einfach. Das wollen wir mal sehen.
Tally-ho, wie man so schön sagt. Also, das war Artillerie. Sehr schön. Keine Flak, sondern Artillerie. So, das war schon mal sehr schön. Und wir haben tatsächlich eine ein weiteres Schlachtfeld direkt vor die Nase gesetzt bekommen, was wirklich großartig ist. Der Nachteil an Schlachtfeldern ist, es sind andere Flugzeuge da. Das ist ein Vorteil, ein Nachteil, je nachdem, in welchem Flugzeug man ist. Wenn man ein Gladiator ist, eher ein Nachteil, habe ich das Gefühl. Ich hatte mit den Furies weniger Ärger als mit der Gladiator. Oh, guck, da ist noch viel mehr. Da ist ja noch viel mehr am Boden hier. Warum fliege ich zum Schlachtfeld und lasse mich abschlachten von Messerschmitz, wenn ich das irgendwie hier machen kann? Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu finden, der Kram, aber auch nicht so schwer. Oh, ist sie träge. Die ist jetzt mitten in der Stadt. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird irgendwie super. Das ist so wie Stellungen, die mitten mitten im Wald sind. Die sind genauso toll zu finden. So, die sollen eigentlich links raus, soll irgendwie was sein. Sag mir, wenn ihr jetzt... Ist das die Wiese da unten? Ist das... Mission accomplished! Ha! Ha! Dritter Platz! Okay. Ja, well, hart verdient sich's Geld, aber irgendwie 700, also ich meine, na, so, Tea Time würde ich sagen, alles klar. Ich habe die zweite Sachen, die habe ich jetzt alle erforscht, wie ihr seht, irgendwie alles ganz großartig. Ich kaufe das und guck mal hier, wie viele Punkte ich bekommen habe. Das ist schon wirklich, also für den kurzen Einsatz, ihr habt das jetzt gesehen, das ist schon sehr, sehr schön. Wenn man ein bisschen was schafft, wird es belohnt. Wenn man nicht schafft, wird es nicht belohnt. So, wir haben endlich eine neue Maschine. Tea Time. Hervorragend. So, jetzt wird es vielleicht etwas holprig. Engine Injection oder das hier. Entweder wird er leichter oder er... Engine Power ist 3,6 Stundenkilometer. Das sind weniger. Ich glaube, die... Das hier ist... bringt eventuell mehr, ne? Ja, ist egal, dass wir nicht drauf geklickt haben, weil wir sowieso nicht genug na. Wir sind gleich im nächsten Spiel dran. Das ist doch cool. Ich gehe hier aber nochmal raus. Das ist ein Spiel. Return to Hunger? Ja. Weil ich bin noch nicht fertig damit. Ich gehe da wieder rein, das kriege schon meinen Platz. Das, ich denke, das wird nicht das Problem sein. Okay. Und Modifications. Das Cover oder die Engine Injection. Ich gehe mal für die Engine Injection. Okay. So, dann Crew hat tatsächlich ein klein wenig, ich gehe mal ein bisschen Situational Awareness, das ist irgendwie eine von den Sachen, dass man irgendwie überhaupt was sieht mit den Dingern und wie schnell man die Leute feststellen kann, dass hier jemand ist. Und die anderen bin ich nicht geflogen, insofern weiß ich noch nicht. Ich will ja eigentlich die erste Hurricane haben. Weil irgendwie das war... Na gut, da. Seht euch das an. Das ist drei Deutsche gegen drei. Zwei Briten und ein Amerikaner. Das klingt doch nach... Gloucester Gladiator. Ich weiß nicht, wieso ich...
Well, ich würde lieber einen Bomber oder sowas fliegen. Also etwas, was. Starten wir hier oben. 30 Minuten. Und teuer ist sie auch noch. Well, 409 Stundenkilometer, das ist immerhin. Die Deutschen müssen mit nur 305 leben. Das heißt, es ist, ich würde sagen, eigentlich ein Energy Fighter. Kein Turnfighter. Das ist definitiv kein Turnfighter. Das ist ein Energy Fighter. Aber, also auf diesem Niveau zumindest. Nur das Problem ist, dass bei diesen Maps hier, Ruhr oder so, dass da so viel Flak ist auf dem feindlichen Gebiet, dass man kaum über 300 Meter hochfliegen kann, ohne zerlöchert zu werden. Und diese kleinen Maschinen können vieles, aber nicht Flaktreffer einstecken. So, und der neue Motor sollte vielleicht dafür sorgen, dass ich jetzt auch mal fliegen kann, ohne dass er irgendwie mir auseinanderfällt. Schauen wir doch mal. Das wäre vielleicht sogar ganz gut, wenn da ein Einziehfahrwerk drin wäre, diese Kiste. Dann würde ich das akzeptieren, aber so. AAA hat den Bomber abgeschossen. Das will irgendwie Folgendes sagen, dass wir einen Bomber haben, der dort unten direkt in unser Flugplatz reingeflogen ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das heißt, wir mit unserer überlegenen Geschwindigkeit, die wir mit der Gloster Gladiator haben, fliegen wir da jetzt runter. Wie steigt, steigt, steigt? Ich will aber nicht steigen. Wie viel muss ich denn noch geben, Horn? Was ist denn da vorne? Da sind irgendwelche Sachen in der Luft. Das sieht aus wie ein ganzes Geschwader in der Luft. Das sind aber, glaube ich, Friendlies oder so. Andererseits, ist das die Flak oder ist denn das Jäger, ist ein NPC? Ne? Das ist ganz klar. Fliegen wir doch mal hin. Das ist sowieso die Richtung, in die wir fliegen wollen, weil irgendwie da irgendwie tatsächlich ein Bomber, also ein SBD-2, das ist ein. Das ist doch eigentlich ein Amerikaner. Das war aber doch ein feindliches Flugzeug, oder? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich bin jetzt irgendwie gerade etwas verwirrt. Die Nachrichten. Ne, das war ein Friendly, genau. Er ist wahrscheinlich von Flak abgeschossen worden. Das ist das, was ich sage. Wenn man über die Grenze rüberfliegt, kriegt man feindliche Flak ab und das ist recht, die ist recht dicht. Über diesen Dingern. Das heißt, man sollte unter 300 Meter bleiben eigentlich. Das, was ich jetzt gerade mache, bei 1300 Meter. Also entweder fliegt man richtig hoch oder richtig tief. Ja, diese Höhe ist recht tödlich. 1300 ist tödlich, aber ich, wie gesagt, ich halte dieses Ding hier für, also aus dem Gefühl heraus, für einen Energy Fighter. Und das wollen wir gleich mal ausprobieren. Ich bin jetzt auf einer Höhe von 1400 Meter. Ich gebe einmal Stoff nach unten. Nehme Geschwindigkeit auf. Sieht gut aus.
kann er gut. Jetzt ziehe ich wieder nach oben. Meter muss ich erreichen. Geht so. Ich bin ganz doll. Ich schaffe da nicht ganz. Also 1200, also 200 Meter verliere ich dadurch, dass ich einen Energieangriff mache und einiges an Geschwindigkeit. Aber die ich irgendwie einigermaßen schnell wieder aufbauen kann. Ich mache Web. Boah, das geht eigentlich ganz gut. Okay. Das heißt, ich war nicht so falsch damit. So, gehen wir mal unten hin. Ich warte auf Bodentargets. Ich bin aber eigentlich zu hoch dafür. Deswegen gehe ich gerade ein bisschen runter. Also ich sehe sie, ich würde sie nicht sehen. Ich glaube, er kann nur 700. Also ich habe es in der Anfangermannschaft. Da müsst ihr drauf gucken, wie weit ihr nach unten gucken kann. Ich glaube nur 700 Meter oder so. Und wenn ihr auf der Karte die Sachen sehen wollt, nach unten, dann müsste er unter 700 sein. Also mit dem Anfänger. Also mit dem umgeskillten Piloten. Oh, ich bin die ganze Zeit am Drücken. Die will unglaublich ziehen, die Maschine. Ist, ja, man kann nach hinten nicht gucken. Das ist echt schlecht mit dem Ding. Das gefällt mir gar nicht. Also ein Heavy Tank wurde abgeschlachtet. Aber wo? Ja, die müssen ja wohl rübergeflogen sein über die Grenze. Und dann irgendwas gefunden haben. Anders geht das ja gar nicht. Das ist ein. Die STB-2 ist ein, der erste Dive-Bomber, den die Amerikaner haben. Insofern ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wir fliegen einfach mal hier über den Rhein. Ich könnte natürlich auch die Flugplätze bekämpfen. Ist das der Rhein? Ist der Rhein gewesen, ne? Duisburg? Ich sollte es eigentlich wissen. Duisburg nur einmal gewesen und das war in meiner Kindheit. Das erinnere ich nicht mehr. Ich kenne Duisburg nicht. Also lernt man Duisburg mal kennen. Das ist aber klein. Nicht der Rede wert, das ist ein Dorf. Da! Ha! Glück muss der Mensch haben. Direkt unter mir bildet sich ja so ein Moneymaker, wie man so schön sagt. Wundervoll, wundervoll, einfach wundervoll. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob die Gloster Gladiator das dann auch vernünftig macht. Ich nehme an, dass es eine von diesen britischen Maschinen sind, die... ...ein bisschen... nicht... Also es ist ein Jäger, der dafür gedacht ist, um Bodenziele zu vernichten, nehme ich mal stark an. Und ich bin... nicht glücklich mit der Map. Ich muss sie mal noch mal größer machen. So, jetzt wollen wir mal hinfliegen. Dann sehen wir mal, ob wir in diesem verdammten Waldgebiet... dass
wir hier haben, irgendwas anrichten können. Dann müssten ja auch gleich. Ah, da ist. Na super, die Panzer fahren durch die SE, fahre ich mit MGs gegen Panzer, na, das wird super. Brillant, 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 brillant. Also ich glaube, die kann die Munition, da der nicht besonders viel Munition hat, spare ich mir das mal, irgendwie auf die Panzer zu schießen. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die das schaffen und die Panzer abschießen, aber ich weiß nicht, wie viel sie da reinpumpen müssen, bis die Dinger platzen. Das ist mir nicht geläufig. Da müsste eigentlich irgendwo ein Ziel sein. Ich nehme an, hier auf dem Feld. Da ist irgendwas, da sieht etwas aus, was. Oh, das sieht aus wie echte Bodenziele. Mal gucken. Das sind diese Soft-Targets. Hier müsst ihr gegen Soft-Targets und Hard-Targets unterscheiden. Ich mache ganz vorsichtig ein Hi Jojo, aber wirklich ganz vorsichtig. So, damit verbrate ich nicht meine ganze Energie. Das ist eine Stellung. Das ist eine Stellung. Okay. So, jetzt wissen wir, wo unsere Ziele sind und wie die aussehen. Merken wir uns die Position an dem Baum dort. Und dann holen wir uns die. Dafür ist jetzt ein Headtracker natürlich wirklich traumhaft, weil man das sauber drin halten kann. Und ich weiß nicht, wie man das anders machen sollte, also ist mir irgendwie nicht bekannt. So, und den zweiten hätte ich eigentlich auch gleich machen können, aber das machen wir mit dem zweiten Anflug. Das ist mir, das mache ich lieber so. Ich weiß nicht, wer sich diese Gladiator ausgedacht hat, diese Gloster Gladiator. Das ist ein ganz merkwürdiges Flugzeug. Also vielleicht ist sie ja auch, wenn sie ausgebaut ist, eine völlig andere Geschichte, aber... In dem Zustand, in dem ich sie gerade fliege, ist sie, ich weiß nicht. Das war schlecht, wollte ich gerade sagen, aber ich habe es noch geschafft. So, haben wir noch mehr? Ne, ich glaube, das waren alle, die dort waren. Deswegen gehen wir mal und fliegen. Also es sind immer diese mit den Zipfeln, die Ziele. Und die versuche ich mir zu holen. Die sind eben soft. Das sind irgendwie die Artillerie oder Haubitzen. Die heißen übrigens im Englischen Haulitzer, weil es im Deutschen Haubitzen heißt. Und das waren Berliner. Und ich glaube, die haben das versucht phonetisch nachzusprechen. Und deswegen heißen die Haulitzer. Also keine Ahnung. Ich konnte das nicht aussprechen. Sehr seltsam. Habe ich mal irgendwann gehört. Keine Ahnung. Also hier müssen irgendwo Ziele sein. Ja, im Wald ist es wirklich, wirklich schwer. Also da sind diese Wüstenmaps sind da deutlich angenehmer. Aber das ist eben halt für euch jetzt eine optische Übung, wie man das macht und wie man seine Sporen verdient. Hier, da könnte es drin sein. Also ich suche eigentlich immer die Dinger also wenn die mitten im Wald sind oder so, das kann man vergessen. Das kann man ewig, also da habe ich irgendwie nicht besonders viel Erfolg. Und ich versuche mal irgendwie, ob ich so ein komisches... War jetzt schön von hinten, also jetzt nicht sexuell genehm, das Ganze, das war da ist die dünne Panzerung von hinten oben und das war, keine Ahnung, wenn es da nicht geht, dann geht das überhaupt nicht. So, und da ist irgendwo...
Da, den hätte ich irgendwie haben können. Ich habe es vermutet, dass er da ist, aber ich habe ihn nicht gesehen. Erst im letzten Moment, da habe ich schon abgezogen. So, da fliegen wir. Das Fliegen machen wir gleich nochmal. Das fliegen wir nochmal an, das Ding. Vielleicht von dieser Seite kann man ihn besser sehen. Ja. Da. Ja, es hat nicht gereicht. Ich hätte auch mehr Stoff wegnehmen sollen, aber ich war ein bisschen langsam. Und ich könnte natürlich Flaps setzen, um die Langsamflugeigenschaften zu verbessern. Das mache ich. Ich versuche das gleich mal. Ah! Okay. Zumindest. Das waren drei. Okay. Jetzt ist hier für 4 Minuten gesperrt. Aber ich nehme die Pause mal kurz dankbar entgegen. Also, das War Thunder, so ein bisschen. Na, meine Katze, was ist mit dir los, huh? Das War Thunder, die Bodenziele nicht so richtig gut anzeigt, das muss man einfach mal sagen. Das geht besser. Und 3 Minuten, das heißt, ich fliege jetzt nochmal mit der Fury, die immerhin schon mal Universal hat. 30 Minuten, F4 3. Da starten wir einfach mal und dann holen wir uns noch ein paar Targets. Und vielleicht holen wir uns vielleicht sogar noch irgendein Bodenziel oder sowas. Wer weiß. Der hat keine Flaps oder sonst irgendwas, nein. Aber eine skurrile kleine Zieleinrichtung. Und einen nicht gezentrierten Headtracker. Das ist jetzt irgendwie, also praktisch, dass ich diese Bodenziele mache. Eigentlich bin ich der Meinung, das geht nur, weil ich diesen Tracker habe. Und das geht eigentlich auch nur vernünftig, weil dieser Tracker sehr, sehr fein arbeitet. Das heißt, dass ich wirklich, wenn ich irgendwie zum Beispiel einen Punkt jetzt anvisiere, dass ich diesen Punkt genau drin haben lassen kann und ich kann genau dahin fliegen. Und das kann ich sogar machen, während ich im Bodenflug bin. Und nicht, also praktisch, wenn man dieselbe, wieso blinkt diese. Die Landebahn haben wir hier um uns einen feindlichen. Seht ihr irgendwas? Ich sehe nichts. Na gut. Ist da irgendwo was? Kommt da irgendwas drauf zu? Teufel auch. Egal, ja, wir kümmern uns irgendwie um die Mission, um den Auftrag. Wie ihr seht, irgendwie der kleine rote Balken ist ein kleines Stückchen zurückgegangen. Das war ich. So. Bin ich mit ziemlicher Sicherheit, kann man davon ausgehen. Wir haben irgendwie keine Sachen. Allerdings haben wir unsere. Und wir sind irgendwie unten in der Wertung sind wir auch weit vorn.
Unsere gegnerische Mannschaft scheint irgendwie das nicht so richtig drauf zu haben, aber wenn die alle die Heinkel 51 fliegen, dann haben sie mein volles Mitleid. Die Heinkel 51 ist. Zumindest ist sie kein schlechtes Flugzeug, das will ich nicht sagen, aber sie ist definitiv nicht. Definitiv schlechter als die Gegner, auf die sie trifft. Also die Russen sind, haben die definitiv besten Doppeldecker. Die haben die auch ernst genommen, während die anderen irgendwie Staaten alle gesagt haben, nein, nein, Monoplanes, Monoplanes. Und deswegen findet man eben richtig gute Doppeldecker nur bei den Russen. So ist das halt gewesen. Also muss man nicht sagen, so Balancing oder russischer Bias oder sowas ist es halt so gewesen. Dafür haben die Russen, wenn man das mal genau sieht, direkt über den Doppeldeckern lange Zeit nichts Vernünftiges. So, und wir gehen jetzt hier rein. Ich zoome mal wieder ein bisschen rein, weil irgendwie ansonsten hat man es schwer, die Dinger zu finden. Da ist irgendwo ein Flecken, sagt er. Das ist irgendwie ein dunkler Fleckenwald, aber das ist hier alles voll mit Wald. Die Karte ist Dreck. Die Karten könnten sie verbessern. Sie könnten die Darstellung der Bodenziele aus der Luft könnten sie verbessern, dass da. Wenn man denen sich nähert, dann werden sie plötzlich, also manchmal sind sie völlig unsichtbar und plötzlich, bam, sind sie da. Und das ist einfach nicht gut, das ist nicht konsistent, das ist nicht fließend, das ist nicht intuitiv und das finde ich nicht so gut. Ich glaube, das ist ein Bodenziel. Ist es das Bodenziel? Sieht so aus. Nee, es ist nicht. Ich hätte sowieso daneben geschossen, weil diese Zieleinrichtung irgendwie völlig daneben ist. Aber dieses Flugzeug fliegt sich auch vernünftig. Also das ist ein Flugzeug. Da ist so ein Kreis, so ein Kornkreis, hätte ich was gesagt. Vielleicht ist das das Bodenziel? Ne, ist es auch nicht. Das ist mehr rechts. Aber wo da? Sichten und vernichten, heißt es. Und das heißt, erstmal müsst ihr sehen, bevor ihr vernichten könnt. Und das ist gar nicht so einfach, wie ihr seht. Zumindest nicht in der Simulation. Das da könnte es was sein. Ich mache mal einen Anflug und ich guck mal, ob das, das Ziel, ob das ein Ziel ist. Ich weiß es noch nicht. Aber hier ist was. Da, ja, ja, das ist es. Genau, wunderbar. Das heißt, ich habe es richtig gesehen. Das ist das Ziel. Aber manchmal sind das irgendwie einfach nur Flecken im Rasen und dann ist das nicht. Aber ich glaube, dass das auch durchaus, das ist durchaus realistisch, dass das ein bisschen schwerer zu sehen ist. Ich mag es eben bloß nicht, wenn die Konsistenz nicht, da ist. Ich kritisiere das nicht grundsätzlich, sondern nur insbesondere. Sehr gut. Ich bin zu schnell gewesen. Wenn diese weiße Linie, wenn ihr diese weiße Linie, die ihr eben gesehen habt, am Flügel habt, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass ihr kurz vorm Strömungsabriss seid. Da müsst ihr vorsichtig sein. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn wieder nicht. Verdammte Axt. Der Anflug war perfekt. Aber ich habe ihn gesehen, also guck mal hier, da kommt da was. Was ist das? Das raucht ein bisschen, das heißt, der ist irgendwie wahrscheinlich von Flak erwischt worden und das ist wahrscheinlich ein Feind. Also ein Gegner. Feinde haben wir ja nicht. Ist ja alles ein Spiel. Jetzt ist er weg. Super. Nee. Da ist er. Ich meine, wir wollen ja uns nicht irgendwie mit Bodentagesvergnügen, wenn wir irgendwie solche wunderschönen Luftziele haben, die auch noch rauchen für uns. So, und das Ding ist eine russische
nee, Russe, eine deutsche C-51, die uns tatsächlich, also uns Huskies, uns Deutschen, nein, wir sind jetzt Briten, ne? Okay, ich bringe das alles durcheinander. Die den britischen Flugzeugen tatsächlich unterlegen sind. In fast allen Sachen. Aber das ist nicht so, schwer, weil die ist einfach irgendwie völlig unterlegen. Das heißt, die Deutschen haben es echt schwer. Aber die Deutschen haben ziemlich schnell die verdammten Stukas. Und die wiederum, der macht uns die Freude, dass er gerade ausfliegt. Und wir sehen ihn kaum gegen den Boden. Das ist auch irgendwie nicht so gut gelöst. Na, fliegen uns auch immer mal rein. Wir machen ein bisschen Spray and Pray, das ist eigentlich nicht so schön. Ich glaube, den haben wir erwischt. Ja, das war eine Heinkel 51B. Und das war unser erster Luftsieg in diesem Ding hier. Das war doch schon mal ganz schön. Wie viel Schuss haben wir denn noch? 700. Naja, reicht vielleicht noch für einen Bodentarget. So, wir halten natürlich immer, wenn wir sowas machen, schön ein Auge auf den Horizont, damit wir genau das machen. Aber ansonsten machen wir unsere Arbeit. Und so findet man Ziele. Also man, das ist nicht so wie bei Realismus oder so, wo man dann irgendwie über 7 Kilometer oder so plötzlich irgendwie so ein Ziel aufleuchten sieht, einmal über die halbe Map und sagt, ach, da ist das, da brauche ich nur hinzufliegen, Mann, das ist gut. Ich weiß nicht, das ist albern. Und bei Realismus zum Beispiel Bomber zu fliegen oder überhaupt solche Sachen zu machen, finde ich äußerst unbefriedigend, sage ich mal, weil irgendwie das. Oh, guck mal hier, das ist natürlich auch nett. Ist das Ziel da? Das Ding da unten auf dem Boden? Nee, ist es nicht. Aber hier ist irgendwo eins. Aber ich glaube, erst in der nächsten, noch nicht hier. Das ist ein bisschen noch ein Stückchen weiter. Das ist doch nicht mitten im Wald, oder? Das wollen sie uns nicht antun. Da könnte es sein. Das könnte es sein, oder? Keine Ahnung. Ah, sowas hasse ich. Ne, wir nehmen uns einfach mal da, wo ein paar mehr sind. Das hat keinen Sinn, dieses einzelne Ding zu suchen. Das haben wir schon genug Zeit verschwendet und das ist vielleicht irgendwo einfach zwischen zwei Bäumen oder so und dann sieht man das nicht. Das kann passieren. Da muss man auch einfach mal aufgeben und sich nicht irgendwie ewig verbeißen in so ein Ding. Ich weiß, es ist teilweise schwierig. Also ich denke, dass die alle am Waldrand da sind. Deswegen fliege ich jetzt hier einen kleinen Schwenker und fliege den Waldrand dahinter ab und gucke mir mal an, ob die dahinter sind hier irgendwie. Oh, wir haben irgendwo einen. Ihr müsst immer ein bisschen hören. Da ist er. Der ist von unten, kommt er. Deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Aber wo ist er? Das klang von MGs her irgendwie ehrlich gesagt nach einer Heinkel. Sie vor uns? Ne, die ist hinter uns. Da ist sie. Ne, das ist eine Messerschmitt. Verdammte Axt. Haltet eure Gegner, Luftgegner immer im Auge. Das Problem ist, dass sich das mit dieser Maschine rein optisch gesehen schwer habe. Zumindest bin ich einiges wendiger als er. Und ich turne in ihn hinein. Da ist er. Na, das wird irgendwie ein. Vielleicht geht er in den Turnfight mit mir, das wäre großartig. Ich würde das sehr begrüßen von ihm, wenn er das täte. Weil Turnfight mit einem Doppeldecker
Ist einfach großartig, wenn man im Monoplane ist. Man stirbt auf jeden Fall. Ja, der geht in Turnfight mit mir. Melit, ne? So, ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen auswandern und setze mich ein bisschen mehr hinter ihn. Scheiße. Ich habe verloren. Mist. Ich Idiot. Oder hat er sich umgebracht, wie die Deutschen das so häufig machen. Das ist jetzt eine awkward Situation. Aber über Wald ist es verdammt schwer, diese Maschinen im Auge zu behalten. Ich sag's euch, also ich weiß nicht, ob ihr den, der war plötzlich weg. Unser MG ist schon ein bisschen alle. Ich glaube, wir sollten irgendwie langsam einfach zurückfliegen. Wir haben irgendwie unseren Luftsieg gehabt und wenn wir den nicht nach Hause bringen, dann gibt es Punkteabzug. Und deswegen fliegen wir jetzt einfach mal zurück. Was ich eigentlich doof finde, weil das ist eigentlich wohl verdient gewesen. Und immer schön irgendwie gucken, ob da der Feind kommt, aber der hat. Vielleicht haben wir ihn auch angeschlagen und er ist nach Hause geflogen, das kann durchaus sein. Der sah irgendwie sehr defensiv aus am Schluss. Es wird aber auch nicht angezeigt, ob man einen Critical hat oder sowas, das heißt, das ist alles eine. Ich glaube, dass ich ein paar Hits hatte, aber ich habe keine gesehen, also ich habe nichts wegfliegen sehen oder so von ihm. Insofern weiß ich es nicht. Aber das Ding haben wir definitiv gewonnen. Und ich habe Kampf gegen den Messerschmidt überlebt. Ja, manchmal, wenn man ganz genau rauszoomt, dann sieht man noch manchmal Sachen. Das liegt daran, dass ich diese Einstellung bei mir habe, dass ich die eine leichte Schärfung habe. Das kann ich euch gleich zeigen, wenn ich gelandet bin. Das ist sehr nützlich. Bevor ich das hatte, habe ich teilweise die Ziele nicht gefunden. Aber wenn ich sage leichte Schärfung, dann meine ich das auch so. Wenn ihr zu viel macht, dann ist einfach alles super scharf und jedes Pixel sticht raus und ihr seht gar nichts mehr. Und über Wald ist das dann irgendwie halt eher ein Nachteil als ein Vorteil. So, das war die Fury. Wieder ein Luftsieg. Errungen. Ich weiß nicht, ob irgendwie einer von euch schon mal gerungen hat, aber das ist ziemlich schweißtreibend. Ich bin kein Ringer, aber sieht auch nicht so aus. Aber das ist. Na gut, jetzt wollen wir mal sehen. Schöner Anflug. Ich gehe da meistens so wie auf die Normaleinstellung. Irgendwie da blinkt auch nichts. Das heißt, wir haben keine Ziel, wir haben keine Feinde, Gegner in der Nähe und deswegen können wir das ganz gemütlich machen. Ich weiß nicht, wir sind aber ziemlich schnell. Naja, gut. Schauen wir mal. Wie schnell der ausblutet. Ja, geht. So. Das hätte man besser machen können. Ah ja. Egal. Unten ist unten. Jede Landung, von der ihr weggehen könnt, ist eine gelungene Landung. So, und ich wollte euch noch zeigen mit der Schärfung.
kommen wir jetzt in die Game-Option. Grafik. Also ihr könnt jetzt euch einen Screenshot machen, das könnt ihr euch anhalten dabei, wie ich das eingestellt habe. Und wir gehen hier in die Postfix-Einstellung. Und ja, in der Postfix-Einstellung habe ich jetzt High Quality FX AA genommen, ein bisschen vignettiert und dann die Sharpness ungefähr auf diesen Wert gesetzt. Das müsst ihr sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von, also ungefähr in der Mitte ist das, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also da habe ich den ungefähr gesetzt. Color Correction Default und ich habe die Reinhard Tone Mapping genommen. Dieses auf 0,5 gestellt. Das ist praktisch irgendwie, wie stark die Wolken sich absetzen. Und wenn man das stärker macht, dann wird das irgendwie teilweise eklig. Aber damit irgendwie habt ihr eure, alle Ziele sind ein bisschen mit einem leichten Halo, wie man sagt, also mit so einem leichten Schein umgeben. Und das ist eine Sache, die könnte man sagen, es ist geschummelt von der Grafik, aber ich finde das nicht geschummelt, weil irgendwie das ist tatsächlich so, wenn ihr einen dunklen Gegenstand gegen einen hellen, ihr müsst es ausprobieren, Finger mal gegen den Himmel halten, dann seht ihr, dass um euren Finger herum so ein leichter Schein ist, so ein leichtes Weiß, so ein weißes Flimmern. Und das liegt daran, dass eure Augen tatsächlich so eine Art Kantenschärfung besitzen. Und Kantenschärfung, also das ist ein Schärfealgorithmus, das liegt irgendwie daran, dass wie die Neuronen in eurer Retina angelegt sind. Und da gibt es dann irgendwelche Esoteriker, die behaupten, das wäre die Aura und so ein Quatsch, aber irgendwie das ist ein Effekt, den könnt ihr mit jedem Grafikprogramm nachvollziehen, indem so eine quasi Aura kann man erzeugen, weil das ist im Prinzip ein Kantenschärfungsalgorithmus, mehr ist das nicht. Also ganz simpel. Und dieser Kantenschärfungsalgorithmus, das ist jetzt das, was wir eingestellt haben und damit haben wir uns angenähert an die Art und Weise, wie man als Mensch diese Sachen sieht. Und wir haben dem ein bisschen nachgeholfen. Und das ist also nicht durchaus nicht unrealistisch, was wir gemacht haben. Das ist durchaus nicht. Es ist kein. Also es ist nicht so, dass man hier sagen muss, ja, damit hast du aber die Immersion zerstört oder es ist keine Simulation mehr. Du hast irgendwie ein technisches Hilfsmittel genommen oder so. Kann man natürlich so sehen, ganz klar. Wenn man nicht, also ich kann diese Meinung, die ich habe, auch verteidigen. Wie gesagt, die basiert auf den kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns und des menschlichen visuellen Systems. Also das kann man auch nachlesen. Das ist wissenschaftlich fundiert und insofern kann man das durchaus machen, ohne dabei also jetzt sich das schönreden zu wollen, dass man sowas macht, das ist Tatsache, wenn man das nicht macht, dann ist es sehr, sehr schwer. Also zumindest bei War Thunder das zu sehen. Die haben das bei anderen Spielen, glaube ich, wie zum Beispiel ES2, Battle of Stalingrad oder sowas, da haben sie die Sichtbarkeit von Flugzeugen gegen den Hintergrund ist besser, weil sie irgendwie so praktisch so eine Tiefenschärfenregelung damit drin haben. Das ist schaut, wir fliegen auch in einer Art und Weise, dass wir hier nur im Prinzip ein eindimensionales Bild haben. Und ihr kennt, ihr wisst, dass ihr diese Stereoskopie-Bilder könnt ihr sehen. Das sind die aus vielen kleinen Punkten, diese Schwarz-Weiß-Bilder. Die könnt ihr sehen. Und das liegt daran, dass da könnt ihr in dreidimensionale Bilder drauf sehen und solche Sachen. Das liegt daran, dass diese Parallaxenverschiebung, die stattfindet, wenn man sich fixiert auf einen Punkt, dass das in unserem Gehirn so ausgeglichen wird, dass daraus ein dreidimensionaler Eindruck entsteht. Und damit kann man irgendwie in Wirklichkeit ein Flugzeug über so einem Grund besser erkennen, weil irgendwie das ist sozusagen genau dasselbe. Das ist im Prinzip so ein wahnsinniges Krisselzeug, was da unten ist. Und das ist im Prinzip so wie so eine, wie so ein, so eine Stereoskopie, wirklich so ein Zufallsbild-Stereoskopie. Und ja, na toll, wir sind aber am anderen Ende der Map, wir fliegen da mal hoch. Und und das unser Sehsystem kann das praktisch, also das ist ein
also eine unglaubliche Berechnungskapazität, die auf unseren Neuronen besteht. Und die sorgt dafür, dass das ganze Ding, also praktisch, dass man einen kleinen Punkt wie ein Flugzeug tatsächlich entdecken kann. So, die Sache ist die, wie haben sich Augen entwickelt? Die sind ja nicht irgendwie eine Erfindung der Menschheit, also sozusagen des Menschen, also des Menschenaffen oder sowas, sondern das ist ja eine Sache, die sich durchgesetzt hat sehr viel früher und solche Sachen wie zum Beispiel also Muster erkennen in Chaos, das ist eine echte Stärke von diesem System und das wird eben durch bestimmte Prozesse, bestimmte Aufbauten unterstützt. Und das findet nicht statt. Das ist vor allen Dingen mit zwei Augen, praktisch die Bilder von zwei Augen, die übereinander gelegt werden. Die Unterschiede werden berechnet innerhalb des Gehirns, also unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Und dann hast du praktisch, dann siehst du plötzlich irgendwie, dass da etwas ist in Wirklichkeit, wo man auf dem Foto nichts sehen kann. So. Obwohl eigentlich die Tiefenwahrnehmung über diese Distanz eigentlich gar nicht gut genug sein sollte, dass man das sehen kann. Und das sind so Sachen, die fehlen in diesem Spiel, also in diesen Spielen eigentlich allen. Und deswegen muss man sich, wenn man so ein Spiel spielt, muss man intelligent sein und sich ein bisschen Gedanken darum machen und sich leichte Hilfsmittel nehmen. Also in diesem Fall die Grafikkarte und die GPU, die dann nämlich diese Kanten erkennt für einen. Und guck mal, da ist was. Das ist aber, glaube ich, einer von uns. Ne? Das sieht aus wie ein Bomber. Es ist ein Bomber. Wir hatten aber keinen. Nee, wir hatten... Der fliegt nach dort. Der will es bombardieren. Brauchen wir nicht hierher zu fliegen. Ist einer von uns. Also so erkennt ihr das. Von wo kommt er her? Wo fliegt er hin? Was kann das sein? Die Höhe, die er fliegt, ziemlich klar, ist einer von uns. Das heißt, ich würde jetzt Zeit vertun, dem hinterher zu fliegen und würde dann auch nur feststellen, dass das ein freundlicher ist. Ja, so. Ihr müsst ein bisschen denken, wenn ihr Simulator spielt. Das ist eben definitiv anders als Arcade oder diesen anderen Realismusmodus. Der Realismusmodus ist, also ich bin ja manchmal versucht, den zu spielen und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nie wieder tue oder nicht tue, weil kann man schon gut Geld verdienen bei. Und das Geld verdienen ist hier deutlich schwieriger. Aber verdammt nochmal, irgendwie, man spielt so ein Spiel nicht irgendwie im Kindermodus. Das ist, also man nimmt das irgendwie schon ein bisschen ernst. Übrigens ist das bei mir so. Und, also müssen wir uns ab und zu mal auch was wagen und mal ein bisschen Spaß haben mit diesem Spiel. Das ist, also eben nicht so wie ernst nehmen alles, sondern einfach mal ein bisschen Spaß haben am Fliegen. Und dieses Spaß am Fliegen, also diese Immersion ist einfach vorhanden, wenn man Simulator fliegt. Und das ist definitiv gestört, wenn man Realismus fliegt, weil irgendwie diese blöden Anzeigen, dass irgendwie alle Ziele werden einem aufgetischt, gesagt, hier, da ist es, kannst du, brauchst nur noch auf den Knopf drücken, dann ist es tot. Das ist, ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein anderer, es ist ein Spielstil, der Spielstil ist okay, ja, das kann man machen, das ist jetzt nicht schlechter, aber irgendwie ist es kindlicher, das meine ich. Also ich will das nicht abwertend sagen, sonst ist es einfach kindlicher. Also du hast irgendwie einfach, wenn du Simulationen spielst, du bist nicht besser, das will ich nicht sagen. Also das sind nicht jetzt die besseren Simulationsspiele, das sind die besseren Spieler oder so. Das ist nicht das Ding. Man ist erwachsener, also man kann mit einer höheren Frustrationsschwelle leben. Man kann damit leben, dass einem nicht alles auf dem Silbertablett präsentiert wird, so von wegen, komm, Essen, Kleines oder so. Und hier hast du irgendwie dein Essen, hier hast du deinen Teller, ich habe alles fertig gemacht für dich oder im Auto sitze auf der Rückbank, lehn dich zurück, wir fahren jetzt irgendwie nach München oder so. Das ist kindisch, das ist nicht erwachsen. Und Simulationsmodus ist eben erwachsen, weil irgendwie es wird nichts geschenkt. Alles, was du bekommst, erarbeitest du dir hart und manchmal irgendwie habe ich auch ein bisschen Schiss. Das war jetzt kein guter Anflug. Also beim Reden oder sowas muss ich mich dann auch konzentrieren. Ja, also ich sagte irgendwie auch schon mal, ich bin
Ich bin nur ein mäßiger Kampfpilot, aber ich bin jetzt kein schlechter Pilot. Also, dass ich mich hinsetze und eben praktisch diese Ausbildung mache für Bruchpiloten oder so. Ich fliege jetzt seit, weiß nicht, seit ich 17 bin, 16 bin, irgendwie Flugsimulatoren, und da sahen die Flugsimulatoren noch ein bisschen anders aus als heute. Das waren irgendwie nur Strichgrafiken, wenn man so will. Und ich habe eigentlich immer Simulatoren geflogen, vielleicht jetzt ein paar Jahre, irgendwie mal 10 Jahre nicht oder 5 Jahre mal nicht oder so, aber ich habe noch nie PvP-Kampfsimulation geflogen. Das ist die erste, die ich jetzt fliege, und da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen über einen Monat drin, und die ist auch, ja, es gibt von der Simulation her, vom Level, gibt es schwierigere, die das noch ernster nehmen und so, ganz klar, aber das ist nicht übel. Also, ich weiß nicht, ich habe deutlich schlechtere Flugsimulatoren in meinem Leben gespielt, und als Simulation ist das schon ganz tauglich. Also, die Flugzeuge, das Verhalten, das kommt ganz gut rüber. Das Flugmodell, irgendwie einige Sachen in den Flugmodellen sind ein bisschen verspielt, aber mein Gott nochmal. Aber das Gefühl, dass man im Flugzeug sitzt, dass man wirklich fliegt, das kommt rüber. Und all die Lufttaktiken, die man so hat, die kommen rüber. Und da ist ein Ziel. Ah, immer schon ein bisschen. Mau, sagt meine Katze gerade. Ich habe hier irgendeine Katze, die irgendwie meine Aufmerksamkeit will. Also wenn ich Glück habe für die Katze, dann werde ich abgeschossen und dann kann ich sie kraulen. Ja, Diana, das ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, was es ist. Sieht aus wie eine Stuka, ha? Huh? Das ist eine Stuka. Das ist eine fucking Stuka. Okay. Das ist doch geil, oder? Identifizieren von Flugzeugen, irgendwie einmal durchgucken und dann sieht man sie, und die sind auch verdammt hart. Also ich meine, das ist jetzt kein geschenkter Kill oder so, ja? Das ist, wir werden hier gegen die Stuka einen verdammt harten Kampf haben. Und ich schieße auch zurück, vor allen Dingen mit dem Heckgunner. Es sei denn, dass ich sie ausschalten kann. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich ziehe ihn nach oben, um nicht meine Energie zu verlieren. Kippe ab und fliege wieder nach hinten. Also ich bin keine Kurve geflogen, sondern ich habe praktisch der ist aber sehr, sehr schnell, das ist das Ding. Und das ist gar nicht so einfach. Die Stuka ist ein fieser Gegner. Jetzt habe ich ihn schön angeschossen. Also er kann auch nach hinten nicht mehr richtig gut sehen. Muss ja mal gucken. So, und wir machen das so, dass wir jetzt ein bisschen tiefer ziehen. Wir holen ihn uns von unten. Warum? Weil er mit dem Heckgunner nicht nach unten schießen kann. Und wir können natürlich gegen den Himmel besser sehen. Wir sind noch weit entfernt von seinem... Er ist weit entfernt von Kansas. Unsere Temperatur ist gelb, oh, fast orange. Ich glaube, ich habe seinen Heckgunner erwischt. Oh, ist das schwer. Habe ich noch 600 Schuss. Naja.
Ecke. Der ist schnell, wie ihr seht. Und keine Munition mehr. Dreck. Naja, vielleicht schafft das nicht. Ist durchaus möglich. So, achten wir mal drauf, ob er irgendwie nach Hause kommt oder nicht. Der hat noch einen weiten Weg nach Hause. Und ich habe ihn eigentlich gut geschossen und ich weiß nicht, ich habe ein bisschen zu oft zu große Entfernung geschossen, aber ich hatte Sorge, dass ich ihn nicht erwische. Und so richtig schnell ist diese Maschine ja nicht. Ne, ich habe noch Munition. Guck mal hier, ich habe gar nicht Munition, das ist einfach Dreck. Klemmt. Stimmt auch, Gun jammed. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ärgerlich. Ja, das sind schon die berühmten Doppeldeckerkämpfe über den Dächern von Duisburg. Das muss man schon erlebt haben. Da ist sie. Fuck. Kein Abschuss. Ich habe ihn nicht genug kritisch getroffen, glaube ich. Aber der ist down gegangen, der hat es nicht geschafft. Es war definitiv ein Abschuss, wie ihr gesehen habt. Naja, Schicksal halt. Das war ein Gewehr verdient gewesen. Und das ist das, was mich hier irgendwie so ärgert an den, an den Stukas. Die schlucken und schlucken und schlucken und schlucken und am Schluss kriegst du keinen Kill. So, und dann irgendwie normalerweise, wenn du den Reargunner nicht erschießt, wie ich das eben gemacht habe, dann hauen sie dir die Jacke voll und du bist auch noch kaputt. Seht ihr hier diesen leichten Halo von der Brücke gegenüber dem Wasser? Das ist irgendwie diese Schärfe. Das ist irgendwie sehr praktisch, ob ich da runter durchpasse. Also es wäre natürlich jetzt doof, weil ich da meine Punkte verschenke, wenn ich drauf gehe. Aber... Und dies ist eine sehr kleine Brücke, das muss man so sagen. Die auch nicht ganz klar eingepasst ist. Die ist schräg, die sitzt nicht gerade drin. Ich glaube, die lassen wir sein. Und ich habe einen Leck genau in dem Moment auch. No. Ja, also, wenn ihr irgendwie, ihr seht das ja, dass ich irgendwie mit diesem Trecker fliege. Den, ich erzähle das nochmal. Ich habe den selbst gebaut, selbst programmiert, also selbst designt, wenn man so will. Also, ich meine, natürlich sind das irgendwie die Chips, die ich dafür benommen habe, sind einfach käuflich zu erwerben. Software genommen, die das vorgeblich kann, aber keine von der Software funktioniert vernünftig. Und ich habe das dann umgesetzt. Momentan, das ist noch eine Beta-Release, also nicht ein Beta-Release, eine Beta-Version. Ist noch nicht so. Die hat noch so ein paar Kinken, mit denen ich unglücklich bin. Also zum Beispiel, wenn ich nach oben gucke, dann tendiert er dazu auszubrechen zur Seite und der ist insgesamt ein bisschen träge, finde ich. Das liegt daran, dass die Kernsoftware, die Mathematik hier in diesem, die ich mir dafür genommen habe, das ist nicht gut programmiert. Also ich habe vieles davon ausgetauscht gegen Neues. Also ich habe das also fast 90% neu geschrieben in der Software, aber die 10%, die ich nicht neu geschrieben habe, sind Mist. Und das muss ich noch machen. Das ist ja dummerweise auch irgendwie der schwierige Teil. Ich bin natürlich auch faul. Also, was heißt schwierig? Ist ein bisschen vierdimensionale Vektormathematik, das kann man eigentlich. Aber
Also wenn man vom Fach ist, ich bin ja vom Fach insofern. Na, wenn man irgendwie durch solche Dinger durchzirkelt, kann man irgendwie den Messerflug machen. Allerdings mit dieser Maschine ist es nicht so, das ist nicht so die beste Fury. Ich weiß nicht, wie die Leute damit leben können. Warum habe ich meine Belohnung nicht bekommen und den Abschuss für diese verdammte Stuka? Diese vollgepumpt mit Munition. Ich hätte ihr Eigengewicht an britischer 8 mm. Übrigens, 8 mm. Sie sagen, Leute reden immer von 7 mm Munition. Was für ein Quark. Nur weil die 7 davor steht, ist das nicht diese 7 mm Munition, das ist dieses 8 mm. Weil dieses typische 7,62 ist nämlich einfach nur. Oh, ich überhitze. Habe ich gar nicht gesehen. Die Imperialen, also die Amerikaner, sind dabei, die. Ja, die Katze jammert. Ich muss mich gleich um die Katze kümmern. Die messen die Läufe, die gezogenen Läufe innen, was normalerweise nicht gemacht wird. Die werden außen gemessen. Und wenn man sie außen, weil die Kugeln, die reingepresst werden, werden die praktisch in diese Züge gepresst. Das heißt, sie sind nicht 7,62 vom Durchmesser, sondern haben 8 mm Durchmesser, werden in 7,62 Innendurchmesser gepresst und dann werden sie rausgeschleudert. Deswegen ist das 8 mm Munition. Und deswegen, das ärgert mich immer, wenn ich irgendwie 7, wenn ich 7 mm lese. Das sind 8 mm Kugeln, die man hier hat. Also diese normalen MGs. Und das ist so das Typische. Genauso wie dieses 5,56, was wir haben, das ist genau genommen eine 6 mm. Das sind metrische Munition. Und dann gibt es zöllische Munition, das ist zum Beispiel die 50er, das ist die 12,7. Das ist tatsächlich zöllisch. Also da muss man dann irgendwie wissen, es gibt dann auch 22er, das wäre dann auch eine zöllische Munition. Und 30er, das ist auch eine zöllische Munition. Aber metrisch, es hat sich eigentlich durchgesetzt. Also in der NATO, die NATO-Munition ist metrisch und hier in Deutschland, in Europa wird normalerweise metrische Munition benutzt. Und zum Beispiel das G11 oder wie hieß das nochmal von Heckler und Koch, dieses Gewehr, das nie Licht gesehen hat, das war 4,54, das ist also eine 5 mm Munition gewesen. Mein Motor ist irgendwie nicht besonders suchtkräftig. Ich weiß nicht, der mochte das nicht, dass er so überhitzt ist. Ich habe da ein bisschen gelitten, glaube ich, drunter. Bin ein bisschen vorsichtig jetzt. Ich will das Ding auch irgendwie runterbringen. Und ich hoffe, dass ich nicht deswegen nicht, dass ich im Landeanflug nachher ein Leck habe. Das wäre sehr ärgerlich. Ich blute jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit. Man kann das machen mit Kreisen. Oder wenn man es eilig hat, so wie ich jetzt, auf unter 200, am besten sogar noch auf die Stallgeschwindigkeit, was irgendwie mehr so bei 140, 130 ist oder sowas. Ich nehme an, dass wir da ungefähr stallen werden. Und dann versuche ich mal damit zu landen. Gucken. 130. Oh. Das ist passabel. Jetzt bin ich doch am Bouncen, aber es ist okay gewesen. So, jetzt muss ich mich mal kurz um meine Katze kümmern.
Ja, Katzen haben so eine Tagesrhythmus. Die wollen irgendwie bestimmte Sachen machen und sie will irgendwie morgens immer raus. Und ich habe das Fenster nicht aufgemacht gehabt, also meine Schuld. So, wollen wir nochmal sehen. Aber wir können jetzt natürlich auch die Maschinen nochmal wechseln. Denn ich denke, dass wir sie jetzt mit dem, was wir geschafft haben, ausgeflogen haben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Boah, 1077 Punkte, das sieht schon ganz gut aus. Nehmen wir uns mal die Nimrod. Die haben wir auch noch nicht ausgeflogen. Oder die Gladiator. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon fertig ist. Ich geh mal raus. Ich gehe mal zu Hangar. Ja. Ich guck mal, ob wir schon durch sind oder nicht. Ich denke, dass wir wieder reinkommen in die Schlacht. Boah, das sieht doch schon ganz gut aus. Oh, wir haben 2000 gemacht. Wir haben hier 9000 Erfahrungen gemacht. Das ist sehr, sehr schön. Das ist doch eine ganze Menge. Da kann man doch nicht meckern. Und das machen wir mal kurz. Modifications. Purchase. Haben wir alles da. Cover. Wird geforscht. Nö, will ich nicht kaufen. Also die Gladiator müssen wir nochmal fliegen. Die Fury ist bestimmt ausgeforscht. Die ist jetzt ausgeforscht, die brauchen wir nicht mehr zu fliegen. Die Nimrod ist noch nicht ausgeforscht. Nö. Aber sowas von nicht. Das heißt, hier machen wir mal Folgendes. Achso, ich kann das Flugzeug nicht wechseln. Nimrod und Gladiator fliegen wir jetzt also. Crew. Hat sich nicht viel getan. Crew. Hier können wir definitiv erstmal ein bisschen was geben. Und was ich empfehle, ist dieses Weapon Maintenance. Das sorgt mich dafür, dass, nein, dass man nicht so schnell Waffenversagen hat. Aber ich glaube, ich habe keine Mannschaft, die das schon kriegen kann, die genug Erfahrungspunkte hat. Das ist der Ausfall, dieser Waffenausfall, den wir eben hatten, den kriegt man damit weg. Und zwar deutlich. Und deswegen ist das irgendwie genauso wie das Gucken eine ganz wichtige Fähigkeit. So, jetzt gehen wir nochmal wieder in den Kampf rein. Also ich kann nur die Maschinen nicht wechseln. Wenn ich da jetzt rausgegangen bin, dann wäre ich auch aus dem Spiel raus. Und käme dann nicht wieder rein, weil so viele alliierte ja so viele alliierte Streitkräfte da sind, dass er mir den Zugang dann gesperrt hätte. Deswegen bin ich nicht rausgegangen und habe die Fury MK2 gewechselt gegen ein anderes Flugzeug, das ich noch ausfliegen will, sondern habe das dann so gemacht. So, wir haben bei der Nimrod habe ich gesagt, fliegen wir, da haben wir auch noch keine Bomben drin, da werden wir niemals Bomben sehen. Die Gladiator, naja, fliegen wir sie noch einmal, dann kriegen wir vielleicht. Ach, guck mal da, das wird jetzt gerade bombardiert. Wir fangen hier einfach mal an und geben dem Bomber ein bisschen Geleitschutz und hoffen, dass wir vielleicht Ground Targets noch finden, also Bodenziele. Den Head-Tracker resette ich immer, irgendwie, bevor ich das mache. Also ich gucke auf den Bildschirm, drücke dann Start. Also ich kann praktisch ausschalten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Telefon bekomme oder weggehe, dann müsste ich ihn eigentlich ausschalten, dann, damit er sich nicht verdreht, aber so. Beim Start, wie üblich, ja, guck mal, da ist unser Bomber, das ist eine Hampton, ja, das ist natürlich hübsch. Hampton ist ein hübscher Bomber. So, die Nase natürlich nach unten drücken, wie man das irgendwie macht. Wir warten, wir ziehen jetzt noch nicht, sondern wir warten erstmal, bis wir genug Geschwindigkeit haben. Abhebegeschwindigkeit ist natürlich locker 160 ausreichend. Das machen wir jetzt. Die Klappen können wir, glaube ich, einfahren und dann geben wir dem Hemden so ein bisschen. Britische Technologie. Lass mal sehen.
So, und das sind so diese Momente, die man dann genießen kann. Und die muss man sich noch ein bisschen Zeit für nehmen, dass man einfach sagt, okay, ich fliege jetzt einfach mal Formation. Das sind Sachen, die einfach nicht passieren bei Realismus oder Arcade oder so. Das, hier, seht ihr die leichte Schärfe, die um das Flugzeug herum entsteht? Die Kantenschärfung? Es gibt ja natürlich Gas, jetzt halte ich nicht mehr. Jetzt müsste ich irgendwie Vollgas geben, um da hinterher zu halten. Das ist, ich glaube, mit der Gladiator da nicht so schlau. Warum fliegt er eigentlich in diese Richtung? Was soll, will er da oben? Achso, der will irgendwie, der macht gleich einen 90-Grad-Turn und fliegt die mit möglichst wenig. Ah, guck mal, da oben ist Battlefield. So, um zum Battlefield zu fliegen, fliegen wir niedrig, weil Flak. Ich weiß, Energieerhalt, das ist eigentlich, widerspricht also praktisch der Sache, dass man eigentlich so fliegen sollte, dass man ein bisschen Höhe pumpt, aber wie gesagt, die Flak in diesem Gebiet hier ist furchtbar und das gilt aber für alle, das heißt, die Kämpfe in diesem Level, also Enduring Confrontation 1, finden normalerweise so zwischen 0 und 300 Meter statt und nicht höher. Das heißt, der Luftraum ist viel kompakter und man findet irgendwie auch ziemlich viel Ziel. Deswegen fliege ich das ganz gern, auch wenn das fliegerisch nicht so ganz so viel hergibt. Aber man kriegt eben was zu tun und das macht Spaß, es ist langsam, es ist ruhig und ich kann, so, wenn ich in Erklärbär-Modus gehe, kann ich mehr, habe ich mehr Zeit zu erklären, was eigentlich passiert. Ne? Also zum Beispiel dieser High Jojo, das ist, also statt eine Kurve zu fliegen, die einfach nur, wo man einfach reingeht, wie ich euch das beigebracht habe, und rumzieht, dabei blutet man Energie. Also das bremst. Und stattdessen sorgt man erst dazu, dass man langsam wird, also man zieht nach oben und macht oben praktisch so ein und lässt die Gravitation diese Kurve für einen machen. Und das ist sehr viel energietechnisch günstiger. Und dabei verliert man keine Energie, sondern man erhält sie. Und guck mal, was ist das denn? Das ist doch oben was. Das ist doch etwas, was uns nicht gesehen hat. So, jetzt habe ich den WEP-Button. Ich habe das so gemacht. Ihr seht das immer, dass ich nur 99%. Guck mal, da oben fliegt auch was. Guck, 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 guck. Was ist das denn? Was ist das? Aber das ist bestimmt friendly. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Oder ist das der Bomber? Das ist der Bomber auf jeden Fall sehr schnell. Hier habe ich jetzt kein Zielfernrohr mehr drauf und ihr könnt so viel schimpfen über die Zielfernrohre, was ihr wollt, aber zum Identifizieren von anderen Flugzeugen ist das wirklich gut. Das ist, glaube ich, die Hemden. Der hat genau das gemacht, was ich gesagt habe. Der ist gerade ausgeflogen, so bis er gerade rüberziehen kann und deswegen lassen wir den jetzt fliegen. Wir sparen uns das. Der andere ist auch ein Bomber wahrscheinlich. Die machen jetzt beide das platt und der oben ist, der heult gleich, weil irgendwie unter Hemden ihm, unter ihm das einfach weggeknallt hat. Kennt man dann. Es gibt noch so ein paar Sachen in der Software, was ich irgendwie definitiv verbessern will. Also ihr seht zum Beispiel, dass ich teilweise, dass das Bild ein bisschen unruhig ist, dass ich ein bisschen hin und her wacke, wenn ich mich bewege. Das liegt daran, dass es ist eben sehr, 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 sehr empfindlich ist, der Tracker und zeichnet jede Kleinigkeit aus. Also wenn ich mich irgendwie, wenn ich mich am Kopf kratze oder sowas, dann wacke ich das Bild. Also ich. Auch wenn ich jetzt meine Hand bewege, dass also mein Körper sich bewegt, wackelt das Bild. Und das sind Sachen, die ich aber ausgleichen kann. Das heißt, es gibt dafür Algorithmen, die dagegen was tun können, mit denen man
das berechnen kann, indem man Bewegungen zum Beispiel antizipieren kann, also voraussehen oder annehmen und sagen, ah ja, das ist jetzt nur eine Schüttelbewegung und dann nein, das ist eine gewollte Bewegung. Entsprechend kann ich irgendwie Filter schreiben, die das rausnehmen oder reinpacken. Das geht nur bei diesem Tracker, das kann man mit dem Track-IR oder sowas nicht machen, weil da die Auflösung und das ganze Gefühl nicht. Das ist ein richtiger Gleichgewichtssensor, so, ne? Also Gleichgewichts- und Drehsensor, den wir hier gerade benutzen. Das ist das Ding, das kleine Ding hier oben auf dem Kopf. Hier, da drauf, das ist dieser kleine Chip. Und der macht das. Und das ist auch nicht teuer, das ist viel, viel billiger als dieses Track-IR-Zeug, wenn man es kaufen wollte. Also ich habe das jetzt, ich habe dafür etwa 50 Euro bezahlt, also umsonst ist es nicht, aber für den kleinen Computer, der jetzt hier, ich kann ihn nicht irgendwie hochzeigen, das ist aber im Prinzip, also ein Teensy, das ist so, hier seht das, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das ist ein Teensy, das ist der Prozessrechner, der das macht, und guck mal, da vorne haben wir übrigens ein Ziel. Na, da haben wir auch Flak. Deswegen gehen wir immer runter. Und der kleine Chip, der da dran angebunden ist, das ist sehr, sehr einfach. Guck mal hier, das ist dasselbe Ding, das wir vorhin hatten. Ah, Kacke, jetzt hat er mich erwischt. Da ist er. Seht ihr ihn? Den holen wir uns jetzt. Ich habe die Chance voll. Er hat mich sowieso angeschossen, ich muss sowieso zurück. Dann kann ich ihn jetzt auch kaputt machen. Ah! Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt irgendwie suppressed habe oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall da aufgehört zu schießen. Da vorne steht sie auf jeden Fall. So, mal sehen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Nee, Mist. Da ist er. Ob man den von hier auch angreifen kann. Ich fahre mal die Klappen aus. Nee, das geht nur Landung. Das ist eine doofe Idee. Hier aus müssen wir kommen. Hier von hier aus können wir vernünftig sehen. Das ist eben so eine Sache, man kann die nicht aus allen Seiten sehen und da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr dass ihr die so anfliegt, dass ihr das Ziel vernünftig ausmachen könnt. So. Und euch vor allen Dingen merken, wo das denn gewesen ist. Scheiße, rede ich jetzt so und jetzt habe ich das irgendwie aus dem Auge verloren. Das kommt davon. Ich glaube, da war dann. Ist er. So, und jetzt machen wir erstmal ein, jetzt machen wir erstmal ein, gehen wir zurück nach Hause, bevor wir irgendwie hier abschmieren und holen uns die Punkte nach Hause. Jetzt müssen wir sehen, welche von den Landeplätzen ist kürzer. Ich nehme den oberen. So, aber das passiert uns nicht nochmal. Diese AAA ist jetzt weg. Und wenn man ein bisschen besser drauf ist als ich, das war jetzt irgendwie halt eine spontane Entscheidung, die wegzumachen, aber weil ich irgendwie schon was abgekriegt hatte und ich wollte dann
in dem Zustand jetzt nicht irgendwie in die Schlacht ziehen. Das ist, dann kann man dann mal auch dieses Ding, das ärgerliche Ding auch gleich beseitigen und nimmt gleich bei der Gelegenheit einen schönen Punkt mit. Da waren übrigens noch mehr Ziele, aber die mache ich jetzt nicht, weil ich irgendwie schon angeschlagen bin. Und ich Öl leckt, wie ihr seht. Und ob ich das noch schaffe nach Hause, weiß ich nicht. Wir gehen auf jeden Fall mal runter. Mir ist es irgendwie definitiv zu heiß hier. Also ihr könnt Flak entweder am Boden entgehen oder in einer großen Höhe. Guck mal, das ist schon wieder eine Flak. Ja, bringt mich jetzt nicht viel, aber ich habe sie eventuell suppressed, ne? Ihr habt ja gesehen, die ist dann irgendwie nicht mehr am Feuern, wenn man sie irgendwie erstmal irgendwie ein paar Mal getroffen hat oder irgendwie in der Nähe Kugeln eingeschlagen sind, dann laufen die Leute weg und so. Und dann schießen sie nicht mehr auf einen. Insofern, selbst wenn ihr nicht genau wisst, wo sie ist, macht ihr einen kurzen Zirkel dahin. Verpasst ihm einen. Guck mal, da sind jetzt zum Beispiel auch Fahrzeuge hier unten. Sie werden hier auch angezeigt, ne? Wenn ich hier rüberfliege. Ich weiß nicht, wo das Ding ist, aber das steht hier irgendwo rum. Und das sind meistens so entweder Panzer oder Autos oder wie auch immer. Und manche diese Autos kann man gut wegknallen. Flaks kann man wegknallen. Ist das jetzt wirklich ärgerlich? Die haben ordentlich eingeschickt. Ich gehe jetzt mal hier über den Fluss. Ich glaube, da ist dann irgendwie Friendly Territory. Boah, schon wieder. Ich bin schon wieder orange. Drecksflak. Oil Leak, Fuel Leak. Ich ziehe bestimmt auch irgendwie Teewasser hinter mir her, richtig? Ja, aber richtig. Naja, wenn ihr so einen Headtracker haben wollt, dann könnt ihr mich versuchen zu kontaktieren. Ich sage euch, was ihr euch kaufen müsst und dann kriegt ihr von mir die Firmware zugeschickt und die kann man einfach einspielen. Das macht man über USB, ihr braucht dafür keine Hardware und der Bastelaufwand dafür ist minimal. Das sind irgendwie vier Leitungen, die ihr anlöten müsst oder lasst sie anlöten oder meinetwegen bindet sie an, das ist mir auch egal. Aber das sind irgendwie kleine Ringe, also das kriegt man immerhin, notfalls mit einem. Also, keine Ahnung, irgendjemand wird schon irgendwie einen Lötkolben haben. Und es ist absolut minimal. Die Software ist, die Software, die ich jetzt hier habe, die könnt ihr so haben. Kein Problem. Also, ich kompiliere euch das fertig und gebe euch dann sozusagen ein Hex-File und dann könnt ihr das benutzen. Es hat keinen Sinn, dass ich euch die Entwicklerumgebung gebe, weil ich das sehr, sehr stark verändert habe. Und das ist viel zu viel, um es rauszugeben. Also es ist irgendwie halt eine ganze Infrastruktur und nicht nur irgendwie ein File, das ich irgendwie so rausgeben kann und insofern. Und außerdem ist es irgendwie nicht hübsch. Und deswegen mache ich das nicht Open Source. Aber es ist eben freie Software erstmal. Also frei von wegen, ich habe da jetzt keinen Anspruch drauf oder sowas. Ihr nehmt das einfach und seht zu, dass ihr damit Spaß habt. Aber ihr müsst mich dann irgendwie kontaktieren. Ich werde das auch nochmal zusammenfassen. Also ich habe jetzt ja irgendwie genug Tests gemacht, dass man sieht, dass das gut funktioniert. Und die Software, die ich vorhabe zu schreiben damit, die geht dann noch deutlich weiter. Also mit. Motor ist orange. Kacke. Verrecke, glaube ich, kurz vor der Landebahn, ne? Am Kolbenfresser. Wo ist die verdammte Landebahn? John Maynard. Ah. Das schaffe ich nicht.
Das ist hinter dem Wald, ne? Kolbenfresser. Werden angegriffen. Wenn ich Glück habe, werde ich jetzt noch aufgeschossen. Das ist nicht zu schaffen, ne? Ja, das sind Wälder, ne? Machen. Ärgerlich, aber so ist das halt. Das passiert eben im Krieg. So, damit ist der Gladiator wieder gesperrt und ich kann den nächsten hier, den Nimrod, fliegen. Aber dann Nimrod, ich weiß nicht, ich gehe nochmal hier irgendwie auf den Hangar zurück. Ja. So. Der hat noch keine Punkte bekommen. Habe ich hier keine Bomben? Der hat überhaupt keine. Die Briten haben keinen einzigen Flieger, der Bomben haben kann, oder? Unglaublich. Das ist ja ärgerlich. Okay. Ja. Jetzt ist das so verteilt, dass wir hier. Dass ich auf jeden Fall reinkomme. Das heißt, ich kann jetzt rausgehen und die Maschine wechseln. Ist jetzt irgendwie mein Gladiator immer noch gesperrt, wenn ich wieder reingehe? Das ist eine gute Frage, ob man so irgendwie um die 4-Minuten-Sperre rumkommt. Also wenn ich das Spiel ganz und gar verlasse, dann ist das auf jeden Fall resettet. Dann kann ich das Ding sofort weiter benutzen. Tja, das reicht schon. Ich kann es weiter benutzen. Gut. Auch ein netter Tab. Ja, das Ding ist. Ja, fliegen wir von hier oben los und machen die verdammte Gladiator voll. Also irgendwie ist sie noch nicht voll. Starten und landen bringt übrigens eine ganze Menge Punkte. Sauberes Starten und dann. Dreimal starten und landen bringt so viel wie ein Luftsieg. Da wird drauf geachtet. Also ich weiß nicht, ob man, wenn man ständig nur startet und landet, ob das irgendwie Punkte gibt, das weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste irgendwie ein bisschen Zeit zwischen liegen, nehme ich an. Das wäre jetzt ein Exploit von der Mechanik. Das müsste man ausprobieren. So, wir fliegen jetzt aber da hinten hin zu dem Battlefield und gucken mal, ob wir da was machen können. Und eben war ja hier auch noch ein Feind, jetzt sind wir ja auch in einer Situation, wo wir auch zurückschießen können.
diese Sprüche, die jetzt hier seht, so you're taking too long und diesen ganzen Kram, ich finde, das können sie sich schenken, weil irgendwie, das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie absichtlich bummel oder so. Das ist nun mal irgendwie halt eine Fliegerei. Die Fliegerei ist ein bisschen, naja, das ist irgendwie halt so ein, da muss man durch. Ist eben kein Kindergame, ne? Also, das wird irgendwie nicht geschenkt, da muss man ein bisschen Geduld haben. Und wie ihr gesehen habt, ich hätte jetzt sofort wieder einen Kampf haben können an meiner Landebahn gegen einen Gegner, wenn ich denn ein Flugzeug gehabt hätte, das noch kämpfen konnte. Also es gibt genug Kämpfe, es gibt genug zu tun, es gibt, da kommt keine Langeweile auf, ne? Und solch ein Spruch ist, tut ja so, als wenn man gar nichts Besseres zu tun hat. Ah, verdammt. Weg. Also ich sage jetzt mal gerade nichts, sondern wir genießen einfach mal das Fliegen und ich warte darauf, dass ein neues Ziel auftaucht, wo ich dann hingehen kann. Ich fliege jetzt mal hier ein bisschen in die Richtung der Front. Vielleicht sind ja noch in dem alten Schlachtfeldbereich Flugzeuge oder Ziele, die man vielleicht noch bekämpfen kann, bis das neue auftaucht. Nein, nicht so vielleicht, sondern ist auch definitiv davon. Das haben wir offensichtlich gewonnen, weil die Frontlinie sich irgendwie halt ausgebeult. Ja, hier haben wir wieder Flak. Kommt die her? Ich weiß nicht, wo die herkommt. Das ist definitiv freundliches Gebiet hier. Manchmal sind es eben auch Flak-Fahrzeuge oder so. Die Fahrzeuge sind ja meistens so ratatatata. Das heißt, dann kriegt ihr keine Blumen, also nicht diese Plumes oder wie das im Englischen heißt, in der Luft, sondern dann kriegt ihr einfach nur gerades MG-Feuer. Könnte man vielleicht später mal irgendwie im Replay angucken, wo das denn herkommt, denn da ist es dann teilweise zu sehen. Deswegen gehe ich jetzt mal langsam runter, weil dann wird es zu blümmerant hier. Ja, yeah, 400 Sachen, das ist schon nicht schlecht für einen Doppeldecker, das ist nicht übel. Also definitiv irgendwie mehr ein Energy Fighter als irgendwas anderes. Also man muss eigentlich mit Höhe pumpen und dann irgendwie herabstürzen auf die Gegner. So ist diese Maschine gedacht. Gelsenkirchen, Bochum. Da ist was. Ne, das ist wieder. Ja, das ist das Hässliche an Flak, man verwechselt das eben halt mit feindlichen Flugzeugen. Da sind Bodenziele. Das sind die Ziele vom letzten Mal.
die nicht abgeräumt wurden. So, die sind hier irgendwo unten. Wir machen das so, dass wir das wieder vergrößern. Damit wir sehen können, wo das genau ist, links von uns. So, und unterhalb von 300 Meter hört irgendwie diese die Blumenpracht auf. Ist irgendwo ein Ziel. Weiß ja nicht wo. Hinter uns. Ah, ist glaube ich in der Mitte, ne? Ist das ein Ziel? Das ist ein Schatten. Kann ich nicht sagen. Da ist er. Seht ihr? Den holen wir uns. Also merken, wo der im Land liegt und nicht so sehr auf der Karte. Im Auge behalten, anfliegen, Motor drosseln, schön reinziehen. Das war's. So einfach geht das. Fahrzeuge. Das ist aber wieder ein, das ist wieder ein Soft-Target. Zipfelmützchen. Gartenzwerge abknallen. Wo ist er? Ah, Kack! Ich hasse das. Vorne ist es. Das ist am Waldrand. Oder? Nee. Na egal, ich flieg zurück. Das sieht nicht so gut aus. Und normalerweise würde ich jetzt auch irgendwie mich in die Höhe flüchten, damit ich, wenn das Ding dann irgendwie endlich irgendwie, wenn das irgendwie aus abraucht, das Ding. Dass ich irgendwie einfach gleiten kann, dass ich nach Hause gleiten kann. Das geht aber nicht, weil fucking Flak. Also das mit der Flak ist wirklich ärgerlich. Das ist wirklich hart. Die muss man eigentlich nochmal, die muss man richtig jagen gehen eigentlich. Also da muss man normalerweise, wenn man jetzt irgendwie das Ding ein bisschen professioneller spielen würde, irgendwie wirklich losziehen und erstmal den Korridor frei machen, um zu irgendwelchen Zielen oder so, dass man einfach irgendwie sich frei bewegen kann. Weil, guckt euch das an, guckt diese Sauerei an. Ja, knallgelb. So, für nix. Das ist schon ärgerlich. Ich meine, das ist nicht, das ist unrealistisch. Ich beschwere mich jetzt nicht darüber, dass das doof ist oder so. Das Flak ist gut, dass es Flak gibt. Das ist nun mal so. Ne? Und wegen Leben ist kein Ponyhof. Und kein Wunschkonzert, du kriegst irgendwie nicht das, was du irgendwie willst. Und manchmal musst du eben wieder zurückfliegen und unverrichteter Dinge. Das ist irgendwie halt auch eine gute Schule fürs Leben, ne? So. Also ne? Ein bisschen philosophisch halt fast. Dass du das lernst, ein bisschen Frust zu ertragen und nicht irgendwie, ich will es alles sofort. Ich weiß nicht, ob ihr Schöne neue Welt gelesen habt. Von Aldous Huxley. Es ist einer meiner definitiven Lieblingsbücher. Nicht also das Lieblingsbuch, aber gehört definitiv dazu. Und da ist es so, dass alle Kinder so erzogen werden, dass sie null warten müssen. Also sie brauchen niemals auf, also alles, was sie haben wollen, kriegen sie sofort. Das heißt, sie haben keine Frustrationstoleranz. Und das ist im Prinzip eine Kritik, die er an der Gesellschaft geübt hat, da hat Huxley, und hat gesagt, das ist die Zukunft, die uns erwartet.
Wir werden alle Kinder sein, die irgendwie keine Geduld und kein Leiden kennen. Ja, Leiden ist ja auch zum Beispiel, wenn du etwas dir etwas wünschst, was du nicht bekommst. Was so etwas, eine Sache, die du nicht haben kannst. Der Begriff des Leidens durchzieht eigentlich unsere gesamte Literatur, unsere Lyrik und unsere Philosophie und wie man damit umgeht. Und in seiner Welt existiert einfach kein Leiden mehr. Leiden ist ausgelöscht. Und das ist schlecht, weil irgendwie das die Mensch, also praktisch die Menschheit, die daraus erwächst, ist vielleicht irgendwie friedlicher und zufriedener und so, aber sie schafft nichts mehr. Also ohne Leiden ist nicht dieser Innovationstrieb da, dieser Drang, dieses Leiden zu überwinden, die Motivation, das zu schaffen, sich zu beweisen, über sich hinauswachsen zu können. Das existiert nicht. Das ist alles tot. Und damit ist der Mensch tot. Der Mensch ist tot. Sie haben den Menschen getötet. Und das ist die Kritik an der. Eigentlich ist das die Kritik an der modernen Gesellschaft. Ja, schaut mal an. Schaut mal an. Selbe Spiel wie vorhin. Was für ein Scheiß. Ich glaube nicht, dass ich sie. Oh, ich werde beschossen von unten. Kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Muss ja mit leben. Dann werde ich eben abgeschossen, aber erstmal versuche ich nach Hause zu kommen. Das erste ist jetzt, was ich versuche, ist nach Hause zu kommen. Ja, da ist ja irgendwas an mir dran. Ich kann es bloß nicht sehen. Habt ihr gesehen, wie ich eben mit dem Seitenruder mein Schwanz beiseite gezogen habe, das Heck beiseite gezogen habe. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich sehen wollte, ob da was runter ist. Ne? Das ist natürlich super, super, super cool, wenn man sowas machen kann. So, jetzt mal gucken. Wir kommen hier eigentlich ganz gut rein. Also das schaffen wir. Es könnte sein, dass die Landung ein bisschen holprig wird, weil ich mache da nur einen Anflug und ich komme ein bisschen steil rein und so, ein bisschen schnell. Aber ich komme eventuell mit dem Motor, mit der angeschlagenen Kiste nicht wieder weg. Und ich hoffe, dass ich jetzt das nicht übertrieben habe. Vielleicht mir die Nase mal ein bisschen hoch. Aber ich komme, davor ist ein Wald, ne? Ist da ein Wald? Ich habe keine Lust, in den Wald zu crashen, weil ich irgendwie den Zug nicht habe, um das Ding noch in der Luft zu halten. Sagte er. So, aber ich glaube, jetzt ist mein Wald vorbei. Nee, nee, ich habe momentan meine Aufmerksamkeit ganz woanders. Sorry. Ich mache mal gerade einen Drittel Abschuss. So, das war ein Drittel Abschuss. Also, diese Sprüche hier, das ist super nervig. Mag ich nicht. Ist definitiv nicht das Problem, irgendwie von dem Spiel, wenn du Simulation spielst, dass du, also du verbringst halt Zeit, ne? Und du kannst Sachen nicht beschleunigen. Wie soll ich denn Sachen beschleunigen, wenn die AAA mich zusammenschießt, ja? So, also wenn so eine Message kommt, dann sage ich, okay,
Dann mach die Message, ist alles in Ordnung, aber bitte auch, wenn ich wirklich irgendwo im Land bin, ja, und irgendwie Sightseeing-Tours also, Tour mache irgendwie. Aber nicht, wenn ich irgendwie versuche, mein zusammengeschossenes Flugzeug nach Hause zu kriegen. Aber da bin ich definitiv nicht untätig bei. Das ist eine Unterstellung, die mir nicht passt. Ich weiß nicht, ob ihr mal Illuminatus gelesen habt. Da gibt es irgendwie anarchistischen Ansatz, dass dass die Anarchisten losziehen in dem Buch und überall Schilder anbringen, die Leute ermahnen, Dinge zu tun, die sie sowieso nicht tun würden. Also wie zum Beispiel in einer feinen Bank bringen sie Bilder an, auf dem Boden spucken, verboten. Wenn man das irgendwie macht, dann er schreibt, oh, ich habe hier irgendwo einen Feind in der Nähe, ein Gegner. Das blinkt hier irgendwie rum. Ich gucke mich mal kurz um, wo der denn ist. Oben? Ich kann es nicht sehen. Jedenfalls, dass so ein Verbot oder Gebot, das an sich selbstverständlich ist, das im Konsens ist der Gesellschaft, erzeugt aber dadurch, dass es ausgesprochen wird, den Geist der Rebellion. Also rebellisch ist gut, weil rebellisch ist irgendwie immer der Anfang von Veränderung. Und der Anfang von Veränderung heißt in dem Fall der Anfang von Neuem, von Besserem. Irgendwie das Beseitigen von verkrusteten alten Strukturen ist eine Sache, die in jeder Gesellschaft stattfinden muss. Und wenn das nicht stattfindet, dann geht alles zum Teufel. Und das kann man heutzutage eigentlich ganz schön sehen, wie sehr das zum Teufel geht mit den praktischen Ländern, in denen irgendwie verkrustete Strukturen da sind. Ich meine, ich könnte es irgendwie irgendein beliebiges arabisches Land nennen oder so, ja, wo irgendwie einfach diese alten Strukturen nicht mehr aufgebrochen werden und die sind so verkrustet und die Macht und die wenigen, die ganz, ganz dünne Schicht, die Macht hat, hat so viel Gewalt, hat so viel Macht, dass sie jede Art von Rebellion im Keim erstickt und unmöglich macht. Und deswegen hängen die irgendwie immer noch so ein bisschen philosophisch im Mittelalter. Es gibt keinerlei Erneuerung. Das ist der Tod für, aber das ist nicht nur der Tod das ist irgendwie keine arabische Krankheit, das ist eine Krankheit, die wir hier in Deutschland genauso haben. Wenn wir hier die Rebellionen oder die Rebellen nicht, wenn wir denen nicht Raum geben, um zu rebellieren, um zu demonstrieren, Demonstrationsrecht ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, was das angeht, weil sie also praktisch die Möglichkeit gibt zu rebellieren, die Möglichkeit gibt, eine Sache, die falsch läuft, laut zu machen, buchstäblich laut zu machen und zu verändern. Und eben nicht innerhalb des Systems. Das System kann sich eben fürchterlich festfahren. Ja, das System kann irgendwie sehr, sehr, jedes System, das aufgebaut ist und das seine eigentliche Aufgabe verloren hat, fängt an, sich nur noch um sich selbst zu drehen und zur Selbsterhaltung, tendiert zur Selbsterhaltung. Und das ist irgendwie so eine von den Sachen, die Leute irgendwie vergessen. Also ich meine, ich mag den Begriff, also weil ich jetzt von Illuminatus geredet habe. Das ist ja, ein interessanter Gedanke. Und das ist ja eigentlich auch in der Natur so, dass es gibt nichts, es gibt keinerlei, kein Tier, das nicht irgendetwas anderes Lebendes zerstört, um für den Selbsterhalt also praktisch um weiterzukommen. Also es gibt ein Fressen, gefressen werden. Das heißt, für alles, was aufgebaut wird, muss etwas zerstört werden. Und wenn diese Zerstörung nicht stattfindet, die kritische Auseinandersetzung und das Ablegen von Altem nicht stattfindet, dann findet auch keine, dann stirbt auch das Neue. Dann überkommt das Alte und funktioniert dann auch nicht mehr. Das heißt, man braucht eigentlich immer ein klein wenig Innovation. Ansonsten, wird
wird das nichts. Also ich rede jetzt nicht von Anarchie oder so, weil ich weiß nicht, ich würde mich jetzt davon distanzieren wollen, aber die Grundidee dahinter, dass Dinge, also dass Strukturen, überkommene Strukturen zerschlagen werden müssen und abgebaut werden müssen, wenn sie ihren Sinn, ihren Zweck, ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen, sondern noch zum zur Zweck, also zur Selbstzweck, also zum zur Selbsterhaltung benutzt werden, dann ist das philosophisch gesehen, bin ich der Meinung, so ein Moment. Ja, so, deswegen mache ich zum Beispiel diese Aufzeichnung in Deutsch, weil ich könnte in Englisch über solche Sachen gar nicht reden. Mir würden die Worte einfach fehlen, weil ich keine Gesprächspartner habe, die das in Englisch mit mir machen würden. Im Deutschen fehlen mir nicht die Worte dafür. Das ist vielleicht auch ein gewisser Mehrwert. Also deswegen habe ich mir das gesagt. Deswegen mache ich den ganzen Kram in Deutsch. Nicht, weil irgendwie ich so sage, so, also eigentlich ist das Internet ist Englisch, eigentlich müsste ich das in Englisch machen, bin ich der Meinung, weil das international ist und ich das irgendwie am liebsten für alle Leute freigeben würde. Ich meine, nicht nur aus Altruismus, sondern auch aus Egoismus, dass ich sage, ja, dann wird dieser Kanal irgendwie mehr gesehen und ich habe mir das Gefühl, dass das, was ich irgendwie mache, auch irgendwie was wert ist, dass es besser ankommt und so, ne? Dass ich eine höhere. Ein größeres Publikum habe, dass ich eine, ne, also da kann man irgendwie mehr verändern, so in Englisch, aber in Deutsch schaffe ich irgendwie halt noch andere Möglichkeiten und warum nicht ein bisschen Philosophie beim Fliegen? Das ist doch gar nicht so falsch. Also ich weiß nicht, irgendwie alles, was irgendwie ohne Philosophie einfach nur so vor sich hin gemacht wird, ist irgendwie hohl und leer. Es ist, ja, da fehlt dann der Sinn drin, da fehlt dann irgendwie so die Tiefe, warum mache ich das eigentlich? Das fragt man sich. Warum fliege ich? Was ist das für ein Traum? Was ist das für ein Traum, den ich hier gerade träume? Digitaler Traum. Ja? Was bringt den Menschen dazu, Maschinen zu bauen, die ihm Flügel verleihen? Der in die Welt geht und kaum ist das Ding gebaut, werden Doppeldecker gebaut, um sich gegenseitig im Himmel umzubringen. Der Franzose, der den Motorflug erfunden hat, hat sich vorgeworfen, das ist seine Erfindung, also er hat seine, das sind diese kleinen, aus der Geschichte so, Männer mit den tollkühnen Kisten, da ist ein Franzose dabei, der irgendwie so eine kleine Maschine fliegt. Sie sieht irgendwie ziemlich niedlich aus, so, ne? Die ist so eine kleine Maschine, so ein Tief, also ein Hochdecker. Also er sitzt da irgendwie drin in so einem kleinen Sitz und das sieht irgendwie aus wie ein Ultraleichter, würde man heute sagen. Und das war tatsächlich, das porträtiert ist dort der Erfinder des Motorflugs. Das sind nicht die Wright-Brüder, die wollten nur Geld machen, die haben alles patentieren lassen und irgendwie, die wollten einfach, die waren einfach nur gierig. Das waren aber keine Leute, die Welt verändern wollen. Das waren keine Visionäre, wie dieser Franzose. Und der hat den Ersten Weltkrieg gesehen, also wo wir jetzt gerade hier, guck mal, da ist der Deutsche, der die ganze Zeit hier rum. Dings. Und ich sitze irgendwie in einer deutlich überlegenen Maschine, also der britischen Gladiator. Guck, 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 guck. Der Deutsche bringt sich mal wieder um. Puff, weg ist er. Weil er. Na, 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 na. Er hat sich gerettet. Das ist erstaunlich. Scheiße, das ist irgendwie, das ist schlecht, das sollte man nicht machen, dass man den Gegner aus dem Auge verliert. Das ist ganz schlecht. So, aber jetzt zum Glück zeigt er mir den Weg, der andere. Ne, der ist, glaube ich, draufgegangen, ne? Der ist abgestürzt. Ja, da müsst ihr aufpassen, dass ihr irgendwie oben auf eure Geschwindigkeit achtet, dass ihr nicht zu sehr aushungert. Also.
Und ich drehe in den Gegner rein, seht ihr? Ich drehe in den Gegner rein und jetzt mache ich ein Manöver, das ich als Split Fs, das ist ein Skissers sind das, dass ich jetzt gerade fliege. Das ist vielleicht aber nicht so schlau, mit dieser schweren Maschine ins Skissers zu fliegen. Ja, ich habe ihn auch mehr dran. Den kriege ich noch nicht weg, weil der ist so schwer und so träge. Ich mache jetzt mal Raw Emergency Power und hoffe, dass er irgendwie einfach... Da ist das was. Schade. Ja, aber die ist wendiger als die Gladiator. Das ist ein Energy Fighter und man muss ihn irgendwie sozusagen im Energy Fighten nehmen. Und ich habe wieder für 4 Minuten gesperrt. Nehmen wir den Nimrod, die noch schrecklicher ist. Gucken wir mal. Da habe ich jemanden sehr glücklich gemacht. Und ich habe keine Chance, die gegen die Ju-17. Keine Chance. Ich weiß noch nicht mehr, wo sie ist. Wahrscheinlich am Nachhause fliegen. Wo ist denn sein Zuhause? Da oben. Oder ist sie so hoch, dass sie es oben gepumpt hat? Ja, ist hier irgendwo. So, jetzt gucken wir uns mal kurz an, was das für eine Meldung war, die wir da gekriegt haben. Battler Button 17E, das ist der Bomber. Der wird sicherlich bei 2000 Metern hochgeflogen sein. Und der geht jetzt runter und den habe ich. Ich habe keine Chance. Die Do-17 ist sowieso schon schnell. Und mit dem Doppeldecker jetzt mit Steigen kriege ich das Ding nie. Und er fliegt wahrscheinlich irgendwie gerade einfach da hinten hin bei Dortmund. Also wenn ich jetzt einen richtigen Jäger hätte, dann würde ich irgendwie aufsteigen und ihn für den nächsten Trip abfangen. Aber die ist einigermaßen gut gesichert. Also das ist nicht so einfach, die abzuknallen oder so. Ja, schade, das mit dem Deutschen eben mit der Heinkel, das war, naja, es war eine Gloster Gladiator, die ich geflogen habe. Das fliegt sich wie eine Schrankwand von Ikea, also mal im Ernst. Und mit der Fury hätte ich da schon mehr Chancen gehabt.
Ihr müsst euch die Werte angucken von der Glacier Gladiator. Erstens, die ist noch nicht ausgebaut, das heißt, sie ist noch schlechter als das, was optimal wäre. Die hat eine Turntime von 17 Sekunden. Ha? 17 Sekunden. 13,7, 14, 7, 15, wie für die Heinkel, 100, Heinkel 51. Da konnte ich nicht viel machen. Ich hätte wegfliegen können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, also fliehen. Aber ich wollte nicht fliehen, ich wollte einen Abschuss haben. Ich hatte darauf gehofft, dass der Pilot irgendwelchen Mist baut und dass ich dann doch irgendwie wider Erwarten einen Abschuss kriege. Und das war die Entscheidung. Und das ist die Entscheidung, die ich eben gerade mit meinem Abschuss bezahlt habe. Also nur so irgendwie zur Erklärung für das, was da gerade passiert ist. Sehr schnell ist es ja passiert. Dann habe ich, obwohl unsere Startbahn blinkt, habe ich die als Startplatz genommen und habe damit gleich mein zweites Flugzeug verloren. Das war unnötig, aber andererseits irgendwie die blinkt andauernd und die Leute packen es nicht und werden von Flak abgeschossen und was weiß ich. Also man muss das dann auch nicht zu ernst nehmen. Aber dass ich diese Heinkel, die hätte ich jetzt gern. Das würde ich gerne nochmal klarstellen. Also unter vernünftigen Bedingungen. Und nicht mit der fliegenden Schrankwand von Ikea. Übrigens, wenn ihr mal mit der Zhukovsky unterwegs seid, die Maschine, die nach der I-15 Bis kommt. Also die I-15 Bis ist übrigens eine hervorragende Maschine in diesem Niveau hier. Die habe ich auch geflogen. Die ist sehr, sehr billig zu haben. Also die hat nur ein Battle Rating von 1,3 und bringt aber enorm viel dafür. Ich würde ja gerne einen Bomber fliegen oder sowas. Naja, jetzt habe ich schon wieder Flak hier. Aber ich sehe keine Gartenzwerge, also keine Ahnung, wo die Flak steht. Das muss man sich dann, wie gesagt, im Replay nochmal angucken. Wo war die Flak? P36. Ist das nicht die P-Shooter? Oder Pi-Shooter? P-Shooter. Dieses gelbe Ding. Monoplane von Amerikanern? Nee, Hawk ist das. Guck mal her. Da habe ich hinter mir irgendwas. Siehst du, überschießen nennt sich das, was er da gemacht hat. Und ich habe ihn aus den Augen verloren, weil ich habe irgendwie missgebaut. Deswegen fange ich nicht an. Ich nehme jetzt nicht meine Energie weg, sondern ich lasse meine Energie erhalten. Gehe nach oben und kippe oben ab. Und ich sorge jetzt dafür, dass ich Energie behalte, damit ich manövrieren kann. Und ich weiß nicht, wo er hin ist. Das war eine Messerschmitt, ne? Das war jetzt eine russische, also dass ich jetzt rot ist. Das zeigt eigentlich, dass es von uns ist das, oder ist das Flak? Das ist Flak. Feindliche Flak. Klamia Moss. Was ist denn diese Messerschmitt? Die hat sich gestürzt, ne, von oben runter. Obwohl ja hier. Naja, da ist sie. Er hat mir den Flügel angesägt. Ärgerlich. Schon wieder bin ich nicht kampffähig. Ja, beim Turnfight müsste ich eigentlich überlegen sein. Trotzdem. Ich bin nicht ruhig genug. Ich weiß nicht, wo er ist. Hinter mir kann er nicht sein. Kacke. Linkskurve. Rechtskurve meine ich.
Wenn er mir schon den rechten Flügel abgesägt hat, dann bin ich zumindest um Rechtskurve nach Rechtskurve schneller. Ich sehe ihn aber nicht. So, pass mal auf, was ich jetzt mache. Das hat keinen Sinn. Ich kann in dem Zustand nicht kämpfen. Nicht gegen den Messer. Oh, das sehe ich schon. Ich drehe ganz scharf gegen ihn, damit ich irgendwie das vermeide, dass er mich kriegt. Und jetzt ein Split S. Jetzt gehe ich ihn praktisch in ihn rein. Aber der ist schon so schnell, so weit weg, seht ihr, das ist Energievorteil. Das ist ein Receiving End vom Energievorteil halt, ne? Ja, und hier haben wir verloren. Nicht schon am Rauchen her. Ja. Das heißt, es ist keine Chance, dass ich irgendwie, dass er mich verliert. Das heißt, ich kann das vergessen. Was ich jetzt mache, ist, ich fange an defensiv zu fliegen und sorge mal dafür, dass ich hier wegkomme. Ich muss ihm ja nicht mal einen Kill schenken oder er soll sich das Ding hart verdienen. So, und dieses Ding mit einem von oben runter und abtauchen, das ist auch irgendwie völlig in Ordnung. Wenn man beim Runterziehen unter den anderen kommen kann, was ich aber vermeide, indem ich jetzt ganz dicht über den Boden fliege und einfach kein gutes Ziel abgebe und vor allen Dingen irgendwie ein Anfänger fliege, das erste Mal in der Messerschmitt sitzt, der beherrscht das Ding nicht so genau. Und das heißt, ich kann damit einen Manöverkill provozieren. Das mache ich jetzt einfach. Deswegen ist es wichtig, dass ihr diese Flugschule für Bruchpiloten ernst nehmt und den ganzen Kram, den ich dafür zusammenfliege, richtig übt. Weil irgendwie das ist die einzige Chance. Und wenn ihr auf der deutschen Seite fliegt und eine fucking Messerschmitt fliegt, dann seid ihr Gewinner. Das ist das Problem. Aber wenn ihr die Heike 150 fliegt, dann seid ihr definitiv nicht Gewinner, sondern ihr seid Opfer. So, normalerweise ist das sein, dass ihr dann in der Gladiator sitzt. Dann. Guck mal hier, ich bin schon wieder angeschossen. Ich meine, das ist jetzt hier eine Dingsmaschine, das ist eine Reservemaschine. Es kostet mich nichts, das Ding irgendwie in den Boden zu sammeln, ne? Es kostet mich gar nichts. Ich könnte einfach sagen, ja, das mache ich jetzt. Aber ich mach's nicht. Erstens verschenke ich nicht mal einen Kill. Oder schenke ich der Messerschmitt nicht einen Kill, wenn es nicht sein, wenn es nicht absolut sein muss. Und zweitens, ist das. Also ich habe Punkte gekriegt dafür. Und ich will die nach Hause bringen. Und deswegen sorge ich jetzt dafür, dass ich lande. Also ihr müsst keine Abschüsse machen, ihr müsst sozusagen nur beschossen werden und das überleben. Und dann kriegt ihr schon Punkte. Und es gibt gar nicht so wenig. Also von wegen an einem Kampf beteiligt sein, gibt bereits Punkte. Wir haben Leck, aber zum Glück sind wir ziemlich dicht dran, also das kommen wir. Das sollten wir nach Hause schaffen. Und er hat uns definitiv verloren. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die euch nicht passiert im Dings Battle, im Realismus oder Arcade Battle. Wenn ihr dort irgendwie in einem Kampf seid, dann bleibt ihr in einem Kampf. Ihr könnt da nicht ausbrechen, ihr könnt nicht nach Hause fliegen oder so. Das geht nicht. So, wo ist das denn? Wo ist denn die verdammte Landebahn? Muss irgendwo links sein. Da ist sie. Und er hatte mich verloren, ne? So, ich meine, ich habe die Manöver, die ich gemacht habe, waren schon okay. Vielleicht nicht gut genug, aber Gott, ich bin wie gesagt kein Kampfpilot. Das war schon okay. Ich habe diesen Anspruch nicht, dass ich jetzt irgendwie perfekt sein muss. Und die Maschine ist überlegen, also deutlich überlegen dieser Maschine. Und er hatte den Energievorteil, er hatte jeden Vorteil, den man sich wünschen kann. Und die Fury ist kein guter Doppeldecker. Also mit dem russischen Doppeldecker hätte das anders ausgesehen, mit der I-15. Mit jeder I-15 sieht das besser aus als das hier, aber na, wollen wir mal sehen, ob ich. Ich bin
bin ein bisschen schnell. Ich versuche noch mal ein bisschen zu bluten hier. Oh, das sieht gut aus. So, und nach Hause gebracht das Ding. So, ist die Frage, fliegen wir nochmal das Ding oder fliegen wir den Gladiator zu Ende? Ich würde sagen, wir fliegen den Gladiator zu Ende, dann habe ich das Ding hinter mir. Also die Tsiolkovsky, das ist eine richtig schöne, die I-15 Bis ist eine richtig schöne Maschine, die macht richtig Spaß. Ich meine, die haben alle Zielrohr, also die I-15 Bis hat ein Zielrohr von drüber. Ah, nee, hat die ein Zielrohr drauf? Jedenfalls, damit kann man leben. Das hat seine, das ist okay. Aber, achso, nee, aus. Aus, ich will ja die Gladiator haben. Leave the Planet Cross, mal gesehen, was ihr bekommen. Ja, 189 Punkte. Das ist schon okay. Na, und die Nimrod ist definitiv irgendwie eine der schlechten von den Briten. Das ist keine Gewinnermaschine. So, und jetzt versuchen wir es nochmal der Gladiator da hochzukommen und noch irgendwas zu schaffen. Also gegen Messerschmidt. Naja. Ah, guck mal, jetzt werde ich schon wieder bombardiert. Das wollen wir doch gar nicht. Wir sorgen dafür, dass wir hier wegkommen, bevor die Bomben fallen. Nee, eben hat er geheult. Jetzt heult er nicht mehr. Also doch keine Bomberanflug. Also wenn ich Bomber hätte für die Briten, dann würde ich jetzt irgendwie anfangen, die Bomber auszupacken und aus der deutschen Seite die Flugbasen kaputt zu schießen. Also ich habe irgendwie aufgehört, die Basen, also ich nehme direkt die Flugplätze. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber ist am Ende irgendwie wirksamer für den Sieg der gesamten Schlacht. Und es gibt natürlich für jedes zerstörte Ziel, also für die zerstörte Basis, gibt es extra Punkte, aber es gibt sehr viel mehr Punkte für eine gewonnene Schlacht. Und das muss man dann sehen. Also praktisch, wenn man die, das ist so ein bisschen so ein Poker, das man spielt, ne? Also ist das irgendwie sinnvoller, irgendwie viele kleine Basen zu zerstören? Oder ist es sinnvoller, und praktisch irgendwie jedes Mal die zerstörte Basis Bonus zu kassieren? Oder ist es sinnvoller, die drei Flugplätze platt zu machen und den Sieg der ganzen, das ganze Spiel zu kassieren? Das ist die Frage. So, also von dem Bombenabwurf von die Bomben sind genauso viel wert auf der Basis wie auf dem Flugplatz. Sie werden nach Gewicht, also praktisch nach Tonnage bemessen. Und ja, jetzt wenn ich mit der Gladiator gegen die Messerschmitt komme, dann kann ich auch gleich wieder nach Hause. Das war's dann. Guck mal, das sind irgendwie auch so diese Momente, das weiß ich. Ja, ich weiß, dass das irgendwie jetzt die Chancen stehen gegen mich. Also definitiv. Also völlig gegen mich. Ich habe, wie viel Freunde sind noch da? Also ich glaube, dass sie, ich bin, glaube ich, am verlierenden Ende dieses Spiels. Und wir haben, nö, wir haben, die sind alle noch dabei. Die sind alle noch voll dabei. Das sieht alles gut aus. Das ist alles motiviert. Wochenende halt. Motiviertes Spiel. Naja, aber bei den Einser-Spielen mit der ersten Messerschmitt durch die Gegend zu heizen, das ist schon übel. Und das ist nicht dasselbe wie auf der russischen Seite die E-15 zu nehmen oder so. Auf der russischen Seite kann man dagegen die Italiener fliegen. Die Italiener sind... Nein, die Italiener kann man auch auf der deutschen Seite spielen. Die Italiener sind sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Maschinen. Also auf dem Niveau hervorragend. Auf der russischen Seite... Ja, Schmerzen, ne? So. Also die Tsiolkovsky ist super, aber das sind 2-0 Flieger, also der ist am Ende der Fahnenstange. Da müsst ihr euch, die Sporen müsst ihr euch in jedem Spiel erstmal verdienen, dass ihr das Ding überhaupt nehmen dürft. Und hier, naja. Ah.
Als Deutscher hat man das irgendwie hier schon ganz leicht, aber später ändert sich das ein bisschen. Also es ist auf jedem Niveau ist das ein bisschen unterschiedlich verteilt. Also ich bin der Meinung, dass zum Beispiel die LAC 335, die ich in der Zweier Confrontation fliege, die ist adäquat, die ist nicht so gut wie die Messerschmitt oder die deutsche Maschine, nicht ganz so gut. Aber das ist eine durchaus adäquate Maschine, mit der man eine ganze Menge Scheiß bauen kann. Das ist schon ganz gut. Die ist vor allen Dingen flexibel. Und zum Beispiel die russischen Doppeldecker sind auch alle flexibel. Ich kann Raketen drunter packen teilweise, ich kann Bomben drunter packen. Also, wo sind hier die Bombenlast an diesen Drecksdingern? Na, nicht mehr die Gladiator hat das. Die Swordfish kann nicht fliegen, die kann Bomben fahren. Aber die Swordfish ist ein elender Krüppel. Das ist irgendwie, wie schnell ist die? Irgendwie, die fliegt irgendwie 230 oder was, ne? Da kriege ich einfach das Heulen. So, seht ihr hier irgendwo Flugzeuge? Kann man feindlich? Ne, ich nicht. So, jetzt machen wir hier mal wieder Vergrößerung. Ja, die melden sich schon, wenn sie da sind. Also ich bin jetzt momentan nicht scharf, mit der Gladiator in einem Nahkampf zu gehen. Das ist nicht das, wofür diese Maschine super gebaut ist. So, jetzt gucken wir mal wieder, ob wir ein paar Haubitzen holen können. Die müssen ja da vorne irgendwo sein. Ein bisschen links von mir. Da ist was. Ah, leck. Ist das ein Ziel? Da ist ein Ziel. Nee, das ist ein normaler Baum. Das ist ein Auto. Ein Panzer. Ja, die haben sie hingestellt, damit die als Hard Targets. Und die bringen natürlich mehr Punkte, ist klar. Aber da muss man Bomben draufschmeißen. Das kann man mit MGs vergessen. Die sind irgendwie praktisch für die Bomber reingestellt. Das praktisch jede Art von Flugzeug hat hier praktisch ihr Ziel hingestellt. Also praktisch, das ist nicht so, dass du mit jedem Flugzeug jede Art von Ziel irgendwie angehen können sollst. So, das aber mit der Gladiator sehr viel leichter ist, Bodenziele zu holen als. Was ist denn? Sind das die Ziele? Weiß nicht. Von allen Seiten sehen. Ich zoome das mal rein. Muss das sein? Da muss es sein. Sehe aber nichts. Das macht mich nervös mit dem Motorgeräusch. Da komme ich jetzt doch zu. So, da muss er eigentlich sein. Das ist, da ist. Ne, hier. Im Wald? Ne, dahinter. Da ist es. Da muss es sein. Eins, zwei, ne, es muss mitten im Wald sein. Scheiße, den kann ich vergessen. Was man nicht sehen kann, kann man nicht bekämpfen.
Zumindest nicht im Simulator-Modus. Okay, wir haben irgendwie ein anderes Ziel. Hat eben keinen Sinn. Haben die missgebaut beim. Da hat der Algorithmus missgebaut, wo er die Ziele hinsetzt. Im Wald sie zerstören. Im Wald. Das sind die Räuber. Ja, also was ich irgendwie vorhin meinte, ist, was ist der Traum vom Fliegen? Ja, was ist das eigentlich? Was ist das, was uns dazu bringt, davon zu träumen, zu fliegen, wie Vögel in der Luft zu sein? Und wenn wir es denn geschafft haben, gleich wie Greifvögel zu sein und andere Vögel reißen zu können. Da war eben. Hinter dem Haus, da ist es. Also ich meine, dass diese 50%, diese 50% Bonus, die es für Simulationen gibt, ist meines Erachtens nach viel zu wenig. Nee, jetzt bin ich zu steil. Mann, Fluch, das ist nicht zu schaffen. Hier, nee, da war Mist. Falsches Haus. So, man kann auch anders schärfer irgendwie in die Kurve gehen. Ich möchte das aber mit der Gladiator nicht machen, weil die Gladiator, sagen wir mal so, ist schon schwer genug, halt in der Luft zu bleiben. So. Seht ihr, da ist wieder eine Gladiator geplatzt an der Tour 17. Es ist sehr, sehr hart. Also, wenn die 17 mich erwischt, dann kann ich glaube ich auch irgendwie, dann küsse ich den Boden. Die ist super, super hart. Das war eine was? Das war eine Gladiator Z, eine 17 Z, also das war der Zerstörer. Na, herzlichen Glückwunsch. Wenn die mich erwischt, bin ich tot. Und die ist auch irgendwie durabel, also da kann ich mit meinen paar MGs kann ich die nicht töten. Nicht in den paar Mikrosekunden. Die, guck mal, da sieht man in der Map auch irgendwie, wenn ein Friendly da ist. Das heißt, das könnt ihr zum Beispiel machen, wenn ihr ein bisschen feige seid. Dass ihr sagt, okay, ich habe ein Geräusch, ich gucke einfach mal Map an. Bewegt sich irgendwo ein blauer Punkt? Ja, dann ist es Friendly. Ansonsten seht zu, dass ihr die nicht an der 6 habt. So, jetzt müssen wir wieder Ziele suchen. Sind hier links irgendwo. Ich weiß, dass sie da sind. Da sind sie. 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 Glaube ich. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Aber die sind da. Ja, der Bomber hat das ein bisschen leichter, der. Guck mal, da kommt was an. Den hat er an der 6. Ah, das ist. Nee, das ist. Der kam irgendwie schön rein. So, da ist. Hier oben, wo unten ist der. Ist das Ziel, ich weiß bloß nicht wo. Muss noch mal gucken. Das ist doch links von uns, ja. Das ist links von uns. Ich muss jetzt sagen, das ist da. Da ist, glaube ich, hier die. Jetzt an der Flügel, am Flügelende. Das ist, glaube ich, einer, ne? Ja, ich glaube, ja, das ist einer. Da ist die 17. Okay.
Habe ich ihn weggeputzt? Ich glaube nicht, ne? Der hat mir auch nicht was verpasst. Das schaffe ich, glaube ich, nicht nach Hause. It's a long way to Tipperary. It's a long way to home. Und da habe ich einen Deutschen an mir dran. It's a long way to Tipperary. It's a long way. Okay. You've seen. So, ich glaube, das hat aber gereicht, um die endlich auszubauen. Return to Hangar. Ja, da könnt ihr mal sehen, das war schon, ne? Also ich habe richtig was geschafft, aber das nützt ja nichts. Nimrod hat jetzt endlich vernünftige Kanonen, okay. Und die Gladiator ist ausgebaut. Ah, juhu. Ausgebaut. Ne, wieso ist sie... Nee, das ist. Ich krieg's erst, wenn ich aus dem Spiel raus bin. Das ist das Problem. Ich krieg das erst, wenn ich aus dem Spiel raus bin. Ansonsten kann das nicht sein. Ich habe das ja. Das habe ich ja alles erforscht. Das kann ich völlig unmöglich. Ich habe dem ja ordentlich was verpasst. Ich habe ja getroffen. Das waren ordentlich Punkte. Und hier ist jetzt auch nichts. Ich kann auch nichts neu erforschen. Ne? So, ich muss irgendwie einmal raus. Kompressor? Ne, will ich nicht kaufen. Ne. So, okay, dann verlasse ich das Spiel einmal kurz. Es ist in Ordnung. Das sieht irgendwie ausgeglichen aus. Weg. Jo. So, wir haben eine Hurricane MK1. Das sind zwei Nullflieger. Naja, kann man mal kaufen. So. Crew, nehmen wir die hier mal. Jo. So, und was als nächstes? Nummer 2. Blenheim habe ich mir schon. Die Swordfish könnte man sich holen. Sunderland. Das sind. Well, keine Ahnung. Hier ist eine Hurricane. Hier ist die erste Spitfire. Das ist alles höher im Rating. Aber man kann ja erstmal die erste Spitfire kann man ja. Oh Alter, ich hab. Okay, ich hab 8200. Guckt euch das mal an. Ich kann das alles. Also das ist das, was man hat von so ein bisschen Rumgedattel auf Enduring Confrontation. Also ich kann irgendwie das Ding und das Ding ausforschen oder das Ding und das Ding zusammenfasst. Also das ist schon heftig, ne? So, und die Spitfire kann ich mir einfach holen, weil ich sie haben will. Bam, da ist sie. So. Und jetzt kann ich noch einen zweiten holen. Ich hole mir noch diese Nimrod. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie so toll ist. Keine Ahnung. Nimrod 2 mal nicht. Ja, ja. Holen wir mal die Nimrod 2 einfach noch, weil... So, dann haben wir hier die Nimrod MK1. Da haben wir jetzt nicht besonders viel, weil wir haben sie nicht so viel geflogen. Bessere MGs, bessere Motor. Na, no, MGs. So. Und hier haben wir die Gladiator. Research. Schauen.
Tea Time. So, jetzt könnte man natürlich sagen Finish. Guck mal hier, 2300 Punkte habe ich noch frei. Okay. Ja, das reicht aber auch erstmal für jetzt. Ich mache mir die Aufzeichnung, schließe ich mal ab. Das heißt, ihr habt irgendwie im Prinzip gesehen, was ich alles geschafft habe in dieser Geschichte. Und das können wir natürlich auf Expert setzen. Das ist ja nicht teuer. Und Fury, naja, das können wir. Das ist irgendwie der erste Pilot ist meistens ein Jagdpilot und dann nehme ich irgendwie diese Sachen. Dann kann ich den irgendwie halt als Jagdpilot halt immer benutzen. Das ist gut. Ja. Wir haben Pilot, ich hätte gesagt, bei den Logistics, also 28 Punkte, bei den Logistics können wir jetzt zum Beispiel die Weapon Maintenance hochsetzen, damit sorgen wir dafür, dass eben diese Waffenausfälle nicht stattfinden. Das machen wir einfach mal. Das ist nämlich ein sinnvoller Schritt. Und jo. Der hat zu wenig für was Sinnvolles. Und der hat nix. Okay. So, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und ich lade euch das einfach mal hoch.